Ja, sehr geehrte Teilnehmende, 16 Uhr. Es freut mich sehr, die Aarauer Demokratietage 2021 auch von Seiten des Zentrums für Demokratie Aarau selbst lancieren zu dürfen. Wir hatten ja am vergangenen Donnerstag die Auftaktveranstaltung organisiert, durchgeführt von unserem Medienpartner Swiss Info. Sie finden diese Aufzeichnung auch bei swissinfo.ch. Sie sollten im Chat dann den Link finden und auch auf unserer ZDR-Homepage ist die Aufzeichnung verlinkt, falls Sie sich dies anschauen möchten. Und auch im Rahmen dieser Diskussion wurde schon ein Punkt diskutiert oder aufgegriffen, den wir heute vertiefen möchten, nämlich die Frage nach Quoten oder Parität zur Förderung von Frauen, insbesondere jetzt heute, wenn es um Fördermaßnahmen zugunsten von Frauen in Parlamenten geht. Wie sieht es da aus? Und wir möchten heute den verfassungsrechtlichen Rahmen diskutieren. Wie weit darf überhaupt Parität gehen oder wie weit dürfen Quoten, wie man auch sagte, da gehen? Was lässt die Verfassung, die demokratische Verfassung da überhaupt zu? Und wir blicken heute zunächst einmal nach Deutschland, denn da wird die Frage von Paritätsgesetzen derzeit in verschiedenen Bundesländern heiß diskutiert. Dazu gleich noch mehr in Bezug auf unsere Referierenden. Und danach werfen wir dann einen Blick in die Schweiz, wo diese Frage ebenfalls diskutiert wird oder wurde kürzlich auch im Kanton Neuenburg schon ein konkretes Projekt dazu ausgearbeitet worden war und auch dessen Verfassungsmäßigkeit geprüft wurde. Wir werden zunächst drei Input-Referate hören und öffnen dann die Diskussion für Fragen von Ihrer Seite. Liebe Teilnehmende, Sie könnten die Fragen im Chat dann eingeben und wir würden diese nach Themen sammeln, dann zur Diskussion stellen. Wenn Sie Verständnisfragen oder ganz punktuelle Fragen zu den Referaten haben, würde ich die dann gleich im Anschluss auch an die Referierenden stellen. Ja, ich freue mich sehr, dass wir so drei hochkarätige Referentinnen und Referenten zu diesem Thema gewinnen konnten. Ein ausgesprochener Glücksfall, Frau Professorin Laskowski von der Universität Kassel, Frau Professorin Polzin von der Wirtschaftsuniversität Wien und Herrn Professor Martene von der Universität Lausanne. Ich werde Ihnen die Referierenden dann vor Ihrem jeweiligen Referat noch ein wenig genauer vorstellen. Alle drei, kann man aber sagen, verbinden wissenschaftliche Expertise mit praktischer Beratungstätigkeit zu diesem Thema. Und so kann gar nicht von Zufall gesprochen werden, sondern es entbehrt nicht einer gewissen Logik, dass die Kolleginnen Laskowski und Polzin sich just heute Vormittag schon einmal begegnet sind bei einer Sachverständigenanhörung zur Verfassungsmäßigkeit eines Paritätsgesetzes im Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen. Und da sehen wir, ja, dieses Format Zoom hat doch wiederum auch seine Vorteile, denn die beiden Kolleginnen sind uns jetzt sozusagen beide aus Düsseldorf zugeschaltet, wo sie heute Morgen ihre Expertise praktisch einbringen konnten und wo sie uns heute auch noch ja, davon und von den verfassungsrechtlichen Fragen da berichten werden, wie sie in Deutschland diskutiert werden. Und auch Herr Kollege Martene beriet den Kanton Neuenburg in dieser Frage, hat da auch ausführlich sich mit dem dortigen Projekt auseinandergesetzt, ein Gutachten verfasst und die Behörden dort beraten. Also hier kommen jeweils die Forschungstätigkeit und die praktische Beratungstätigkeit zusammen. Deshalb sind wir sehr froh, dass wir Sie drei hier bei uns haben dürfen. Ja, als erstes übergebe ich das Wort an Frau Kollegin Laskowski. Sie ist an der Universität Kassel Leiterin des dortigen Instituts für Wirtschaftsrecht. Dort leitet sie das Fachgebiet öffentliches Recht, Völkerrecht und Europarecht. Neben diesen Fragen hier Forschungsschwerpunkt im Antidiskriminierungsrecht, Grund- und Menschenrechte ist sie insbesondere auch auf dem Gebiet des Umweltrechts tätig. Stichwort beispielsweise das Recht auf Wasser, mit dem sie sich ausführlich beschäftigt hat. Das wird sie aber heute nicht tun. Sie sehen es schon eingeblendet. Heute wird sie sozusagen uns an ihrem Forschungsschwerpunkt, insbesondere aus dem Bereich Antidiskriminierungsrecht, Grundrechte teilhaben lassen und uns darüber berichten, ob so eine Parität in Parlamenten verfassungsrechtlich zulässig ist.
Ja, Frau Laskowski, ich danke Ihnen, dass Sie nach so einem ja bereits sehr anstrengenden Tag jetzt, wo Sie eigentlich auch schon Ihre Erholung verdient hätten, trotzdem noch für uns weiter hier tätig sind und übergebe Ihnen gerne das Wort. Lieber Herr Glaser, ganz herzlichen Dank für die freundliche Einladung und die freundliche Einführung. Ich freue mich sehr, dass ich in der Schweiz auch zur Sprache kommen darf und bin ganz beglückt, dass Sie das Thema Parität in den Parlamenten gleich unter die Überschrift Demokratie gehängt haben, denn da gehört das Thema auch hin. Meine Damen und Herren, ich habe wenig Zeit, deshalb presche ich gleich los. Worum geht es? So, kleinen Augenblick. Genau. Warum Paritätsgesetze? Nun, ich darf einmal Frau Limbach zitieren, unsere erste und bislang auch einzige Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts. 2014, kurz vor ihrem Tod, erklärte sie klipp und klar im Bundesjustizministerium: Endlich halbe halbe. Frauen haben in Deutschland ein selbstverständliches Anrecht auf Teilhabe an politischer und wirtschaftlicher Macht. Erst wenn das Ziel erreicht ist, sind wir in Deutschland in guter Verfassung. Und das, meine Damen und Herren, sind wir nicht. Ganz im Gegenteil. Ich spitze es einmal zu, aber ich meine es genauso, wie ich es sage. Wir leben in verfassungswidrigen Zuständen. Was meine ich damit? Schauen wir uns die politische Realität aktuell an. Das ist der Deutsche Bundestag. Und wie sieht es uns ansonsten aus mit der wirksamen Mitbestimmung von Frauen nicht weit her? Wie ich sagte, symptomatisch ist die geringe Zahl der Parlamentarierinnen. Im Bundestag seit 1998 etwa 30% Stagnation. Zuvor war es etwas günstiger, 36,5, und alle schrien schon: Oh, welche wundersame Entwicklung und wie großartig. Nun, der Ausreißer nach oben lässt sich schnell erklären. Das war der FDP-Effekt, denn diese männerlastige Partei war schlicht nicht in den Bundestag gewählt worden, sodass sich der Anteil der Frauen auf diese Weise ganz von selbst erhöhte. Denn die Parteien, die einzogen, und ich darf jetzt mal namentlich die SPD, die Grünen und die Linken erwähnen, das sind die Parteien, denen wir diese 30% Frauen verdanken. Denn diese Parteien haben nach einer Phase der Selbstreflexion erkannt, dass ihre Strukturen Frauen ausbremsen und Kandidaturen von Männern begünstigen und von Frauen verhindern, sodass sie in ihr Satzungsrecht für Listenkandidaturen, aber auch nur für die Listen, hineingeschrieben haben, paritätische Vorgaben, die im Prinzip vorgesehen, dass hälftig abwechselnd auf den Listen Kandidatinnen und Kandidaten nominiert werden müssen. Allein diesen Parteien verdanken wir die 30%, und auch an dieser Stelle der Hinweis: Bei 30%, da tut sich nichts alleine. Das hört man manchmal in den Medien, das sind Fake News. Dafür gibt es keine wissenschaftliche Grundlage. In den Länderparlamenten sieht es ähnlich aus, und der aktuelle Trend, der zeigt, die Frauen fallen zurück, denn die Parteien, die ohne irgendwelche paritätischen Vorgaben nominieren, die werden gewählt, vor allen Dingen die rechte Partei AfD und so weiter. Okay, das ist der Hintergrund, und jetzt so sieht es aus im Deutschen Bundestag, also Stagnation. Und vielleicht noch zu den Zahlen: Bis 1987 weniger als 10% Frauen. 87 dann mit dem Einzug der Grünen wurde die 10%-Hürde geknackt und so weiter. Und dann 1990 wurde es besser, über 20, und dann 98, dann 30%. Also, was ist das Problem? Das können wir erkennen, wenn wir uns die Zahlen der Nominierung anschauen, die freundlicherweise inzwischen in der Bundesrepublik überwiegend statistisch erhoben werden. Wir können erkennen, für die letzte Bundestagswahl überhaupt nur 29% Frauen wurden nominiert, am geringsten die Zahl in den Wahlkreisen, also bei den Direktmandaten. Vor diesem Hintergrund erstaunt es, dass überhaupt dann 30,7% Frauen in den Bundestag gelangen konnten. Denn es ergibt sich von selbst: Wenn die Parteien keine Frauen nominieren, dann können sie später vom Volk auch nicht gewählt werden. So einfach ist das.
Haben die Parteien genug Frauen in ihren Reihen, aber sicher? Gibt es genug Frauen, die auch hier schreien, aber ja? Denn inzwischen, die Presse dokumentiert immer öfter die Fälle, bei denen Frauen einfach ausgebremst werden, weil Platzhirsche unter sich die Dinge ausgemauschelt haben und Männer nach vorne schieben. Ich denke, das kennen Sie in der Schweiz auch. Das ist die Realität und der muss man sich stellen. Besonders schlimm sieht es aus bei den Direktmandaten, denn da fehlen die Frauen in allen Parteien. Und hier finden wir noch ein Element, das sehr stark zur mittelbaren, strukturellen, faktischen Benachteiligung, Diskriminierung von Frauen führt, nämlich die strukturelle Entgeltdiskriminierung. Warum? Was hat das alles mit Geld zu tun? Meine Damen und Herren, eine ganze Menge. Denn wenn Sie direkt kandidieren, müssen Sie Ihren Wahlkampf durch eigene finanzielle Mittel bestreiten. So, und da haben Männer einfach schon deshalb, weil sie besser bezahlt werden, verfassungswidrig, denn in Artikel 3.2 des Grundgesetzes, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, das Gleichberechtigungsgebot und Grundrecht. Daraus folgt natürlich auch ein Recht auf gleiche Bezahlung, aber auch das wird in der Bundesrepublik nicht eingehalten und der Gesetzgeber tut nichts Wesentliches, um diese Situation zu verändern. Also Einfallstor für strukturelle, mittelbare, verschleierte Diskriminierung von Kandidatinnen. Das ist der Hintergrund. Es fehlt an Chancengleichheit, die erkennbar ist. Und wenn wir uns das angucken und erkennen, dass die Chancengleichheit mit dem Beginn der Demokratie 1918, nämlich mit dem Frauenwahlrecht, das 1918 im Rahmen der Novemberrevolution eingeführt wurde. Warum Demokratie? Weil dadurch das Volk insgesamt erstmalig sichtbar wurde. Und es wurde deutlich, auch Frauen gehören zum Volk. Sie sind nämlich die Hälfte. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir in Deutschland 51%, also wir sind sogar die Mehrheit. Also Beginn der Demokratie. Seither hätte Chancengleichheit herrschen müssen, aber die herrschte natürlich nicht, denn Frauen durften erst seit 1908 überhaupt Parteimitglied werden und mussten sich dann in die schon festgefügten maskulinen Strukturen einfügen. Und so ist es bis heute im Prinzip geblieben. Also, die fehlende Chancengleichheit heißt nichts anderes als die Missachtung des passiven Wahlrechts von Frauen, 38.1 des Grundgesetzes. Die strukturelle faktische Diskriminierung, das ist ein Verstoß gegen die Verfassung, genauso wie die strukturelle faktische Bevorzugung von Kandidaten. Denn was die Parteien seit Jahrzehnten den Wählerinnen und Wählern vorgeben, das sind faktische Männerquoten, die wir dann auf den Listen oder auch in den Wahlkreisen erkennen können. Mit anderen Worten, und das ist mir wichtig, dass das klar ist, es handelt sich nicht um ein individuelles Problem von Frauen. Die sind nicht zu dumm, zu langsam oder sonst irgendetwas, sondern es geht um ein strukturelles Problem der Parteien. Denn diese werden durch männlich dominierte Parteistrukturen bestimmt, Männermauscheleien und so weiter. Dass eine strukturelle Benachteiligung erkennbar ist, hat auch das Bundesverfassungsgericht schon gesehen in einem Beschluss. Und inzwischen, wie gesagt, haben wir eine Diskussion. Das Bundesverfassungsgericht hat sich vor kurzem geäußert. Zurück zur mangelnden Chancengleichheit. Das ist nichts anderes als das, was eine der Mütter des Grundgesetzes 1981, kurz vor ihrem Tod, sehr offensiv ansprach. Sie sagte, die mangelnde Heranziehung von Frauen zu öffentlichen Ämtern und ihre geringe Beteiligung in den Parlamenten ist doch schlicht Verfassungsbruch in Permanenz. Das war die Dame, die dort aufrecht steht und genauso aufrecht hat sie 1949 auch dafür gesorgt, dass das Gleichberechtigungsgrundrecht in das Grundgesetz gekommen ist. Ihr alleine ist es tatsächlich zu verdanken gegen 61 Männer, erst am Ende änderte es sich. Wir haben ein Bundesland, Baden-Württemberg, das jetzt am Wochenende wählen wird. Da sind die Zahlen noch nicht einmal so, wie sie im sonstigen Bundesgebiet sind.
Sie liegen bei etwa 25%. Sie lagen davor unter 20% und zwar seit Jahrzehnten. Hier können wir erkennen, dass dies etwas mit dem Wahlrecht zu tun hat. Denn in Baden-Württemberg werden keine Listen eingesetzt, sondern es geht nur um Wahlkreise und Direktkandidaturen. Und da werden Männer bevorzugt nominiert. Übrigens mit folgender Begründung, die mir eine Kandidatin, die es dann nicht geworden ist, zugetragen hatte. Und in der klipp und klar gesagt, ja, Männer haben einfach größere Chancen, gewählt zu werden. Ja, so einfach ist das in Baden-Württemberg. Also dieses Problem, das ich beschreibe, ist auch nicht neu. Es ist auch schon lange bekannt. Günther Verheugen, ein ehemaliger Kommissar der EU, erst FDP-Mitglied, dann SPD-Mitglied, hat dies schon 1980 formuliert und sagt, das krasse Missverhältnis zwischen männlicher und weiblicher Repräsentanz in den Parlamenten ist ja nicht das Ergebnis einer entsprechenden Wahlentscheidung, sondern es kommt daher, dass Frauen bei der Aufstellung von Wahlbewerbern bereits diskriminiert sind. Das und die daraus resultierenden Folgen widersprechen dem Grundsatz der Gleichberechtigung und der Chancengleichheit. Meine Damen und Herren, schöner hätte ich es auch nicht formulieren können. Andere ziehen nach. Herr Geißler, konservativ eigentlich, 1980, die Benachteiligung der Frauen ist das Resultat einer Politik, die sich im Wesentlichen am Mann orientiert. Genauso ist es. Ja, das Problem ist das geltende Wahlrecht, denn dieses ermöglicht und begünstigt die strukturelle Diskriminierung von Kandidatinnen. Infolgedessen ziehen so wenig Frauen in die Parlamente ein und infolgedessen, und das ist wichtig für die Politik, fehlt der, ich sage es mal, weibliche Blick in der Politik. Das heißt, die Erfahrungen, die Perspektiven, aber auch Interessen von Frauen, Stichwort Sozialisation, das ist der Hintergrund, Männer und Frauen werden unterschiedlich sozialisiert, unterschiedliche Stereotype, unterschiedliche Vorbilder, Erziehung und so weiter. So ist es. Das muss auch gar nicht skandalisiert werden. Wichtig ist nur, dass die Perspektiven gleichberechtigt in die Parlamente gelangen, um in den Diskurs zu gehen und dann am Ende gleichberechtigte Entscheidungen, gleichberechtigte Gesetze, sage ich einmal, hervorzubringen, die niemanden benachteiligen. Das allerdings ist heute der Fall. Das Bundesverfassungsgericht muss sich immer wieder mit solchen Gesetzen auseinandersetzen. Ich habe hier eins genannt. Da ging es um den Versorgungsabschlag von Beamten, Beamtinnen in Pension, in Teilzeit. Ja, der Gesetzgeber hatte einfach übersehen, dass etwa 80% der Teilzeitbeschäftigten auch dort Frauen sind. Ja, also mittelbare Diskriminierung gleich verfassungswidrig. Im Übrigen pflichtwidriges Unterlassen, die Entgeltdiskriminierung, die ich schon nannte, da warten wir auf Gesetze. Aber nicht nur Legitimationsmängel der Politik, nicht nur Inhalte der Politik sind mit Defiziten behaftet, sondern es geht auch um Legitimationsmängel der Politik, Stichwort Demokratie. Demokratiegebot, Demokratie funktioniert nur unter Gleichen im Sinne von Gleichberechtigten. Kern ist der allgemeine Gleichheitssatz, der in Deutschland durch spezielle Gleichheitssätze konkretisiert wird, nämlich dort, wo man eine Schieflage erkannt hat, 1949, und diese Schieflage besteht bis heute fort, sodass erst einmal diese Schieflage korrigiert werden muss. Das heißt, Frauen müssen auf das Level kommen, um dann mit Männern chancengleich nach vorne preschen zu können. Aber dafür muss der Gesetzgeber sorgen, mithilfe eines Paritätsgesetzes. Denn am Ende kommt es im Rahmen der Demokratie darauf an, dass die Volkssouveränität gesichert ist, die freie Selbstbestimmung der Bürgerinnen und Bürger. Und das bedeutet eben auch gleichberechtigte demokratische Teilhabe. So, ich komme zum Ende, aber zunächst noch auf ein Wort Demokratie. Das müssen wir uns klar machen. So sah es aus in Thüringen auf der Website, bis sich der Gesetzgeber davon distanzierte. Und da stand Thüringen, Kernland des deutschen Parlamentarismus, denn in Thüringen tagte die erste frei gewählte Volksvertretung Deutschlands und zwar schon am 2. Februar 1817 der Landtag. Und da sagt man, wow, Thüringen, 1817, wie das? Und dann würde ich nochmal Volksvertretung, wie war das doch? Frauenwahlrecht, das gab es doch erst 1918 in Deutschland. Also mit anderen Worten, wer wurde hier 1918 von wem gewählt und vertreten? Das waren Männer,
die von Männern gewählt und vertreten wurden. Das war aber nicht das Volk, meine Damen und Herren. Das war bestenfalls die Hälfte des Volkes. Das Volk wurde insgesamt im Rahmen der Gesamtrepräsentation erstmals sichtbar 1918, nämlich als das Frauenwahlrecht etabliert wurde. Also Volk, die Gesamtheit der Bürgerinnen und Bürger, das müssen wir uns klar machen und das müssen wir im Auge behalten. Im Übrigen so auch das europäische Demokratieverständnis, gerade noch einmal deutlich geworden in einer aktuellen Entscheidung des EGMR, und das ist etwas Verbindendes auch mit der Schweiz, ja, die Europäische Menschenrechtskonvention, das slowenische Wahlrecht, hat das der EGMR klipp und klar gesagt, ja, die Nominierungspflicht von mindestens 35% Frauen und Männern ist EMRK-konform und es sichert die demokratische Legitimation von Wahlen. Ja, das ist, glaube ich, auch der Gedanke, den 10 EU-Mitgliedstaaten aufgegriffen haben, denn es gibt dort schon Paritätgesetze, vorneweg als Vorbild das Paritätgesetz in Frankreich. So, also Lösung, ein paritätisches Wahlgesetz, das in Deutschland verfassungsrechtlich zulässig ist. Das ergibt sich schon aus meinem Vortrag, denn es geht darum, einen verfassungswidrigen Zustand, der seit Jahrzehnten anhält, endlich zu beseitigen. Dies ist zulässig, auch wenn wir noch diverse Eingriffe erkennen könnten. Aus meiner Sicht sind die gar nicht da, aber darauf kommt es nicht an, denn diese lassen sich letztlich durch verfassungsrechtlich legitimierte Gründe rechtfertigen. Und dieser Grund, das ist vor allen Dingen das Gleichberechtigungsgrundrecht und Gebot des Grundgesetzes, sodass am Ende in Deutschland alles auf eine Verhältnismäßigkeitsprüfung hinausläuft und sich hier im Rahmen dieser Prüfung dann Artikel 3 Absatz 2 durchsetzt. Parteienfreiheit, das können wir diskutieren, aber machen wir uns klar, wofür die Parteien da sind. Sie sollen die gesellschaftspolitischen Vorstellungen des Volkes ins Parlament bringen, mithilfe der Nominierten. Und das können sie nur, wenn sie auch die gesellschaftspolitischen Vorstellungen der Bürgerinnen mit ins Parlament bringen. Also aus meiner Sicht, verfassungsrechtlich geboten, stehen die Entscheidung aus Thüringen und Potsdam entgegen. Nein, gegen diese Entscheidung habe ich Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe eingelegt, denn sie verstoßen gegen das Grundgesetz. Wie sieht es aus mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts jetzt vor kurzem, die Wahlprüfbeschwerde? Das Bundesverfassungsgericht hat alles offen gelassen, denn es hat mir bescheinigt, dass ich nicht hinreichend alles dargelegt hätte. Nun, das macht nichts. Ich werde mir die 40 Seiten Begründung zu Herzen nehmen und dann bei der nächsten Wahlprüfbeschwerde gegen die anstehende Bundestagswahl 2021 dann alles vorzüglich im Blick behalten. Meine Damen und Herren, Fazit. Nicht das Ob eines Paritätgesetzes ist noch zu diskutieren, nur noch das Wie. Von daher danke ich Ihnen nun für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. Ja, vielen Dank, liebe Frau Laskowski, für äußerst deutlich, für deutlichen Worte, für einen klaren Vortrag, und auch die Zeit haben Sie perfekt eingehalten entgegen Ihrer anfänglichen Befürchtungen. Ja, Sie haben schon darauf hingewiesen, Ihre Position hat vor den Verfassungsgerichten der Länder, jedenfalls in Thüringen und Brandenburg, einen schweren Stand gehabt. Dort hat man eben solche Bestrebungen gar als verfassungswidrig erklärt. Und wie man überhaupt auf diese Idee kommen kann, nach Ihrem äußerst überzeugenden Vortrag, dass Sie ja gerade gesagt haben, das sei sogar verfassungsrechtlich Pflicht, die Parität, wie man jetzt doch auf die andere Idee kommen kann oder wie man auch die andere Ansicht argumentieren kann, dazu haben wir unsere Kollegin Monika Polzin eingeladen, die schon bereit steht oder sitzt vielmehr, wie gesagt, auch in Düsseldorf. Sie ist Professorin für öffentliches Recht an der Wirtschaftsuniversität Wien. Ihre Forschungsschwerpunkte sind das Völkerrecht, Fragen der Auslegungsmethodik, Menschenrechtsschutz. Sie hat sich auch mit dem
rechtlichen Konzept der sogenannten Verfassungsidentität intensiv auseinandergesetzt. Fragen der Verfassungsänderung, der verfassungsgebenden Gewalt, die beschäftigen Sie und daneben auch noch das europäische Wirtschaftsrecht. Auch, also hier auch eine sehr breite Forschungstätigkeit und daneben eben, wie wir gehört haben, heute auch unter anderem praktische Beratungstätigkeit, ganz besonders hinweisen oder bei Monika Polzin tut es mir vielleicht auch ganz besonders leid, natürlich auch bei Frau Laskowski, die wir gerne hier begrüßt hätten, auch bei Vincent Martinet, den wir gerne mal wieder von Lausanne nach Aarau gelockt hätten, aber bei Monika Polzin tut es uns ganz besonders leid, weil sie immer besonders traurig ist, wenn sie nicht in die Schweiz sozusagen kommen darf, denn sie war bereits einmal hier gewesen von 2002 bis 2004, ja, so in den Anfängen der akademischen Karriere, kann man sagen, ich will es nicht übertreiben, aber der Grundstein fast ihrer beeindruckenden akademischen Karriere wurde ja weder am Zentrum für Demokratie Aarau, das gab es damals noch nicht, nicht einmal an der Universität Zürich, sondern an der Universität Basel gelegt und dort lebte Monika Polzin auch und bin aber trotzdem umso dankbarer, dass sie jetzt eben auch auf diesem Weg per Zoom zu uns stößt und uns nun, ja, die andere Seite der Argumentation vorführen wird sozusagen, warum die Parität vielleicht doch auch verfassungsrechtlich problematisch ist. Bitte sehr. Ja, lieber Andreas, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute zu Ihnen sprechen kann. Wir sind ein Volk und einig wollen wir handeln. So heißt es bei Wilhelm Tell von Friedrich Schiller. Paritätsgesetze weichen jetzt von dieser Idee ab, denn nach den Paritätsgesetzen gibt es nicht mehr das eine Volk. Paritätsgesetze teilen die Bevölkerung in Gruppen, nämlich in geschlechtsbezogene Gruppen, im Kern in Männer und Frauen. Und diese haben dann einen Anspruch oder sollen einen Anspruch auf die Hälfte der Parlamentssitze haben. In Deutschland wird die Einführung solcher Paritätsgesetze insbesondere auf Landesebene, aber auch teilweise schon auf Bundesebene diskutiert. Die Paritätsgesetze haben dabei alle im Kern die gleiche Struktur. Sie sehen vor, dass die Parteien ihre Wahllisten paritätisch, das heißt abwechselnd mit Männern und Frauen besetzen müssen. Die Parteien sind nur frei, darüber zu entscheiden, wen sie auf den ersten Listenplatz setzen. Dann gibt es Sonderregeln für das sogenannte dritte Geschlecht. Die Angehörige des dritten Geschlechts können im Kern wählen, ob sie auf einem männlichen oder weiblichen Listenplatz kandidieren wollen. Wenn die Listen jetzt diesen Anforderungen nicht oder nicht vollständig erfüllen, können diese Listen ganz oder teilweise zurückgewiesen werden. Die Folge ist dann, dass die Parteien möglicherweise gar nicht oder nur mit einer kleineren Liste zu einer Parlamentswahl antreten können. Zwei solcher Paritätsgesetze wurden 2019 in Thüringen und Brandenburg verabschiedet. Diese währten aber nur kurz, weil dagegen Klage eingelegt wurde und die zuständigen Landesverfassungsgerichte diese Gesetze als unvereinbar mit den jeweiligen Landesverfassungen und daher als nichtig qualifizierten. Im Kern haben die Verfassungsgerichte entschieden, dass diese Paritätsgesetze mit den Grundsätzen der freien und gleichen Wahl, der Parteienfreiheit und dem Gleichheitsgrundsatz unvereinbar sind. Dabei haben sie auch betont, dass Paritätsgesetze im Widerspruch zu dem Demokratieverständnis des Grundgesetzes stehen. Das Bundesverfassungsgericht hat zur Zulässigkeit von Paritätsgesetzen noch keine Stellung genommen. In einem aktuellen Unzulässigkeitsbeschluss hat das Bundesverfassungsgericht die verfassungsrechtlichen Probleme aufgezeigt, aber die Frage inhaltlich nicht beantwortet. Ich möchte Ihnen heute Mein Schwerpunkt meines heutigen Vortrags ist aus meiner Sicht der Hauptverstoß von Paritätsgesetzen gegen die Verfassung, nämlich dass Paritätsgesetze gegen den Kerngehalt des Demokratieprinzips des Grundgesetzes verstoßen. Darauf möchte ich mich konzentrieren und das möchte ich Ihnen gleich kurz erläutern. Im Anschluss werde ich noch kurz auf das Demokratieverständnis in Österreich und der Schweiz eingehen und ende mit einer kurzen Schlussbemerkung. Ich fange an mit dem deutschen Demokratieverständnis. Da ist ganz wichtig Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz, der besagt, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.
Das Besondere an dem Demokratieprinzip in der deutschen Verfassung ist, dass der Kern des Demokratieprinzips unantastbar ist. Das heißt, er darf nicht durch Verfassungsänderungen geändert werden. Das ist in der sogenannten Ewigkeitsklausel geregelt, im Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz, der bestimmte Grundsätze von bestimmten Normen des Grundgesetzes von Verfassungsänderungen ausnimmt. Aus meiner Sicht verstoßen Paritätsgesetze gegen den Kern des Demokratieprinzips und können deshalb in Deutschland weder durch ein Gesetz noch durch eine etwaige Verfassungsänderung eingeführt. Und das folgt im Kern aus zwei Gründen. Erstens, Paritätsgesetze ersetzen das Prinzip der Volkssouveränität durch eine geschlechtsbezogene Gruppensouveränität. Zweitens, Paritätsgesetze sind letztendlich die Grundlage für eine mögliche vollständige Abschaffung oder Beseitigung der Demokratie. Ich komme zu meinem ersten Punkt. Paritätsgesetze ersetzen das Prinzip der Volkssouveränität durch eine geschlechtsbezogene Gruppensouveränität. Dies liegt daran, dass Paritätsgesetze von der Idee abweichen, dass es ein einheitliches Volk von freien und gleichen Bürgern gibt. Paritätsgesetze kennen nicht mehr das deutsche Volk oder das brandenburgische Volk. Paritätsgesetze teilen die Bevölkerung ein, und zwar nach dem Geschlecht. Und deshalb kennen Sie im Kern zwei Volksgruppen, nämlich Männer und Frauen. Und diese Volksgruppen haben nach den Ideen der Befürworter einen Anspruch auf die hälftigen Parlamentssitze, da sie auch die Hälfte der Bevölkerung ausmachen. Das heißt, weil die Hälfte der Bevölkerung Frauen ist, soll auch die Hälfte der Parlamente von Frauen vertreten sein. Gleichzeitig die Idee, die dahinter steckt, ist auch, dass Frauen eigentlich nur von Frauen vertreten werden können. Dieser Ansatz der geschlechtsbezogenen Gruppenrepräsentation widerspricht aber dem Demokratiegedanken des Grundgesetzes im Kern. Denn das Grundgesetz geht davon aus, dass es ein einheitliches Volk von freien und gleichen Bürgern gibt. Und dieses einheitliche Volk wählt sich seine Abgeordneten in allgemeiner, gleicher, freier, geheimer und unmittelbarer Wahl. Das heißt, das Volk aus Freien und Gleichen stimmt frei über seine Abgeordneten ab. Und diese Abgeordneten sind selbst wiederum frei. Sie haben ein freies Mandat und sind dem gesamten Volk gegenüber verantwortlich. Das ist in Artikel 38 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz geregelt. Das heißt, das Grundgesetz geht davon aus, es gibt ein Volk und das wird gesamt repräsentiert durch den Deutschen Bundestag. Die Idee, dass jetzt irgendeine Gruppe ein besonderes Recht hätte, im Parlament vertreten zu sein, ist dem Grundgesetz vollkommen fremd. Denn es gibt, nach dem Grundgesetz gibt es ein Volk und das wird einheitlich vertreten. Dem entspricht auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. So formulierte es unter anderem, dass in Artikel 20 Absatz 2, Artikel 38 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz verankerte Prinzip der Repräsentation ist das vom Grundgesetz gewählte Organisationsmodell, welches dem Volk die maßgebliche Bestimmungsmacht über die staatliche Gewalt verschaffen soll. Es bringt zum Ausdruck, dass jeder gewählte Abgeordnete das Volk vertritt und diesem gegenüber verantwortlich ist. Die Abgeordneten sind nicht einem Land, einem Wahlkreis, einer Partei oder einer Bevölkerungsgruppe, sondern dem ganzen Volk gegenüber verantwortlich. Das ist der erste Punkt. Mein zweiter Punkt ist, dass Paritätsgesetze letztendlich das Tor zu einer vollständigen Abschaffung der Demokratie eröffnen. Das liegt an ihrem revolutionären Kerngedanken, dass das Parlament die Bevölkerungszusammensetzung spiegeln soll. Und wenn man diese Idee ernst nimmt, dann sind weitere Gruppen als Männer und Frauen denkbar, die im Parlament vertreten sein müssen. Wenn das Parlament die Bevölkerung spiegeln soll, dann sind weitere Kriterien möglich, wie Alter, Verdienst, sexuelle Orientierung, Herkunft und so weiter. Und dann die genaue Grenzziehung beim Spiegelbildgedanken, welche Gruppen vertreten sein müssen, ist sehr schwierig. Und dann gilt letztendlich als letzte Erwägung, wenn man sich das Parlament als ein Organ vorstellt, das die Bevölkerungszusammensetzung spiegeln soll, dann sind freie Wahlen gefährlich. Denn freie Wahlen können ja dazu führen, dass das Parlament eben nicht die Bevölkerungszusammensetzung darstellt. Und dann müsste man in letzter Konsequenz das Parlament
durch ein Computerprogramm bestimmen. Das heißt, deshalb verstoßen Paritätsgesetze gegen den Kerngedanken des Demokratieprinzips. Wenn wir uns jetzt von Deutschland aus in die Schweiz oder nach Österreich schauen, können wir zunächst feststellen, dass es eine deutsche Besonderheit gibt, ist, dass es materielle Grenzen für Verfassungsänderungen gibt. Das heißt, die Diskussion, ob Paritätsgesetze nicht nur verfassungswidrig, sondern möglicherweise auch verfassungsidentitätswidrig sind, weil sie gegen die unantastbaren Grundsätze des Grundgesetzes verstoßen. Das ist eine spezifisch deutsche Frage. Keine deutsche Frage ist natürlich das Demokratieverständnis. Das ist keine Besonderheit. Auch das die österreichische und die Schweizer Verfassung gehen davon aus, dass es ein einheitliches Volk von Freien und Gleichen gibt und dass dieses Volk, sofern es um den Gedanken der repräsentativen Demokratie geht, auch einheitlich durch das jeweilige Parlament, also den Nationalrat, vertreten wird. Beiden Verfassungsordnungen ist die Idee fremd, das Volk in Bevölkerungsgruppen nach ihrem Geschlecht zu unterteilen. So beruft sich die Schweizer Bundesverfassung ihrer Präambel auf das Schweizer Volk. In Artikel 149 Absatz 1 ist geregelt, dass der Nationalrat aus 200 Abgeordneten des Volkes besteht, die nach Absatz 2 in direkter Wahl vom Volk gewählt werden. Exemplarisch sind auch die Normen der Aargauer Verfassung. Dort ist vom Aargauer Volk die Rede und in Paragraph 1 heißt es, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht. Ähnliche Bestimmungen finden wir im österreichischen Bundesverfassungsgesetz. Dort heißt es in Artikel 1, Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volke aus. Das bedeutet auch, dass das Demokratieverständnis, auch das in Schweiz und Österreich, würde durch die Einführung von Paritätsgesetzen umgewandelt werden. Auch hier würde die Idee der Gesamtrepräsentation durch eine geschlechtsbezogene Gruppenrepräsentation ersetzt werden. Damit komme ich zu meiner Schlussbemerkung. Paritätsgesetze sind kein Sieg für die Demokratie. Sie widersprechen dem Grundgedanken der repräsentativen Demokratie, dass es ein einheitliches Volk gibt aus freien und gleichen Bürgern und das in einer freien Wahlentscheidung seine Abgeordneten wählt. Sie sind auch weder schick noch fortschrittlich, sondern beruhen auf einer rückständigen und längst überwundenen Idee der Gruppenrepräsentation. Das hat auch Frau Professor Dr. Lübbe-Wolf eindrücklich formuliert, das ist eine ehemalige deutsche Verfassungsrichterin. Ich zitiere, Paritätsgesetzen dieser Art liegt eine rückwärtsgewandte Vorstellung von politischer Repräsentation zugrunde. Die Idee, dass man nur von seinesgleichen vertreten werden kann, gehört dem Ständestaat an, nicht der repräsentativen Demokratie des Grundgesetzes. Vielen Dank. Ja, liebe Monika, vielen Dank auch für deine überaus klaren und zeitgerechten Worte. Ja, wir haben jetzt sozusagen den Spannungsbogen in beide Richtungen aufgebaut. Wir haben auch schon viele interessante Fragen bekommen. Die meisten sind doch so grundsätzlicher Natur, dass ich sie dann im Blog nach unserem nächsten Vortrag noch besprechen möchte. Aber einen Punkt zur Klärung, der wurde im Chat aber auch schon mehr oder weniger geklärt, möchte ich nochmal aufgreifen. Es kam ja in beiden Vorträgen jetzt sehr stark die Rolle der Parteien oder die Rolle der Listen zur Sprache, also ob man jetzt, wie man die Listen ausgestalten muss. Und dazu muss man, es wurde schon im Chat beantwortet, wissen, warum das jetzt relativ brisant ist. Ich sage es auch, weil Vincent Martin uns gleich auch in diese Richtung etwas berichten wird, dass jedenfalls bei den Bundestagswahlen und den meisten Landtagswahlen, so wie ich sehe, es keine Möglichkeit gibt, zu panaschieren oder zu kumulieren, sondern wenn die Reihenfolge von der Partei so vorgegeben ist, kann man nur diese Parteiliste wählen und dann muss man eben die Reihenfolge so wählen, wie es dort vorgegeben ist. Frau Laskowski hat auch schon die Bedeutung des Wahlsystems angesprochen, Direktmandate, die man auch noch sehen muss. Das möchte ich dann am Ende nochmal aufgreifen. Das scheint mir doch alles sehr interessant. Aber ich denke, wir werden jetzt auch im Vortrag unseres Kollegen Vincent Martinet noch darüber wichtige weitere Dinge hören, weshalb ich auch nicht länger Sie dort auf die Folter spannen möchte, sondern ihm jetzt das Wort erteilen möchte, um den Bogen jetzt in die Schweiz zu schlagen. Es wurde ja schon mehrfach angesprochen,
Auch im Chat kamen jetzt ja schon viele Fragen, wie sieht es da aus? Gibt es da Unterschiede zu Deutschland und so weiter? Und ja, um die Frage jetzt detailliert aus schweizerischer Sicht anzuschauen, habe ich die Freude, unseren Kollegen Vincent Martinet begrüßen zu dürfen. Er ist Professor für öffentliches Recht an der Universität Lausanne. Seine Forschungsschwerpunkte, auch er hat zahlreiche, die wichtigsten sind im öffentlichen Wirtschaftsrecht und auch in den politischen Rechten, weshalb ich auch immer wieder im Austausch mit ihm sehr gerne stehe. Von 2005 bis 2017 war er aufgrund seiner Expertise im öffentlichen Wirtschaftsrecht auch hier sehr stark in der Praxis tätig. Er war nämlich Mitglied der Wettbewerbskommission, zuletzt sogar auch deren Präsident, von daher vielleicht auch dem einen oder der anderen bekannt. Und seit Anfang dieses Jahres ist er auch noch nebenamtlicher Richter am Bundesgericht, also auch hier ein starker Praxisbezug. Er wurde da, ich habe es aufmerksam nach diesen Querelen um die Richterwahlen, ist heute nicht unser Thema verfolgt, aber mit einem ausgesprochenen Glanzresultat gewählt. Und ja, auch das zeigt natürlich seine Beliebtheit, und auf die möchten wir heute auch zurückgreifen. Und ich erteile Herr Vincent Martinet sehr gern das Wort. Bitte. So, wir hören dich noch nicht, oder höre nur ich dich nicht. Vincent, hörst du mich? Vielen Dank, ja, jetzt. Dank, lieber Andreas, für die Einladung und Einführung. Ja, ich möchte eigentlich über Quoten in der Schweiz sprechen, insbesondere auf Kantonebene, weil dort haben wir ein bisschen Praxis. In der Schweiz gibt es zwei wichtige Entscheidungen des Bundesgerichts. Sie sind ziemlich alt, aber immer genau relevant. Zuerst müssen wir sagen, dass geschlechtsspezifische Quoten können in der Schweiz zulässig sein. Sie können aber auch verfassungsrechtlich problematisch sein. Eigentlich gibt es drei wichtige verschiedene Anforderungen. Zuerst Normstufe. Es hängt von der Flexibilität der Quote, aber wenn wir sprechen von Quoten in Parlamentswahlen, wir sprechen über Verfassung, entweder Bundesverfassung oder Kantonsverfassung. Für andere Quoten ein Gesetz kann genügen oder Verordnung. Die Frage ist auch, ob ein internationaler Vertrag genügend sein kann. Dort habe ich Zweifel, insbesondere für politische Quoten. Zweites Problem oder zweite Anforderung, das ist die Verhältnismäßigkeit. Dort muss man zwischen starre Quoten und flexible Quoten unterscheiden. Und schlussendlich Wahlfreiheit, Wahlgleichheit, das ist ein Thema in der Schweiz, vielleicht nicht so prominent als in Deutschland, weil wir haben, und du hast schon darüber hingewiesen, lieber Andreas, unseres Wahlsystem auf Bundesebene und auch auf Kantonsebene ist ziemlich flexibel. Es gibt viel Flexibilität für die Bürgerinnen und Bürger. Und diesbezüglich das Thema Wahlfreiheit und Wahlgleichheit existiert schon auch in der Schweiz, aber vielleicht nicht so prominent, nicht so stark als in Deutschland. Beginnen wir mit starren Quoten, das heißt Quoten, die unbedingt entweder in Verfassung oder Gesetz geregelt sein müssen. Für politische Quoten, ja, das, wir sprechen von der Verfassung, das ist ganz klar. In der Rechtsprechung muss wird zwischen starren und flexiblen Quoten bei der Beurteilung der Verfassungsmäßigkeit einer Quotenregelung unterscheiden. Und wir müssen sagen, dass starre Quoten dürften kaum, in der Regel, kaum verhältnismäßig sein in der Schweiz. Diesbezüglich gibt es zwei wichtige Entscheidungen des Bundesgerichts.
ein über eine Solothurner Volksinitiative und eine andere über eine Urnacher Volksinitiative. Die zweite Entscheidung ist wichtiger, weil dort wir ganz nuanciert Quoten analysieren und eigentlich wir beide starre und flexible Quoten durch das Bundesgericht analysiert. Ich bleibe bei starren Quoten und das wurde in dieser Entscheidung über die Urne Volksinitiative thematisiert. Und dort sagt eigentlich das Bundesgericht, dass das geht nicht, das ist nicht akzeptierbar und insbesondere auf Basis von Artikel 4 Absatz 2 Satz 1 der Bundesverfassung von 1874, das ist Gleichheitsgebot. Gleichheitsgebot, das ist ein No-Go, würde ich sagen, für das Bundesgericht. Und das ist auch, würde ich meinen, sehr restriktiv auf Seite des Bundesgerichts. Wir haben damals diese Entscheidung mit Andreas Auer kritisiert. Wir sagen, vielleicht hat das Bundesgericht insbesondere ein Element nicht berücksichtigt. Das Element ist, dass die Schweiz ein Bundesstaat, wie Sie wissen, ein Bundesstaat ist. Und dort muss man schon sehen, und dass vielleicht sollte es ein bisschen Flexibilität für die Kantone geben. Aber dort wurde dieses Element nicht vom Bundesgericht berücksichtigt und er sagt, starre Quoten, das heißt zum Beispiel 50% Sitze im Parlament für Frauen oder sogar 30% Sitze für Frauen und mindestens 30% Sitze im Parlament für Frauen. Dort sagt das Bundesgericht, das geht nicht, das ist nicht verfassungsmäßig. Vielleicht ist das Bundesgericht ein bisschen zu restriktiv und ich mag diesbezüglich Justice Brandeis zitieren: A single courageous state may, if its citizens choose, serve as a laboratory and try novel social and economic experiments without risk to the rest of the country. Dort muss ich sagen, vielleicht ein bisschen Flexibilität, zum Beispiel eine starre Quoten mit 30%, zum Beispiel mindestens 30% Sitze im Parlament für die Frauen. Ist das unbedingt verfassungswidrig? Aber ich zweifle, ehrlich gesagt. Aber das Bundesgericht ist diesbezüglich extrem restriktiv. Schlusswort, Fazit, starre Quoten für Parlaments, für Kantonsparlamente oder Bundesparlamente sind in der Schweiz im Prinzip nicht möglich, nicht verfassungsmäßig. Jetzt sprechen wir von flexiblen Quoten. Das heißt, Kandidatenquoten oder Wahlvorschlagsquoten auf Wahllisten. Und ja, das Ziel ist das gleiche, Untervertretung der Frauen, Gleichheitsgebot, Chancengleichheit. Dort ist das Bundesgericht offener. Die wichtigste Entscheidung diesbezüglich ist nochmals die Entscheidung über die Urner Volksinitiative für gleiche Wahlchancen. Und dort, angesichts der Ausgestaltung des Wahlsystems und des Umstands, dass Wahlvorschlagsquoten an sich eine milde Gleichstellungsmaßnahme darstellen, kann der Initiative in diesem Punkt die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn nicht abgesprochen werden. Dies gilt umso mehr, als Absatz 3 der Übergangsbestimmungen eine stufenweise Einführung ermöglicht. Und dort muss man auch sehen, dass das System
das Wahlsystem in der Schweiz ziemlich flexibel ist. Die Bürgerinnen und der Bürger haben eine große Freiheit in Listenwahlen in der Schweiz, beide auf Bundes- und Kantonsebene. Und sie können zum Beispiel Artikel 35 des Bundesgesetzes über die politischen Rechte lesen. Sie haben das auf die Slides. Wer den Wahlzettel ohne Vordruck benutzt, kann Namen wählbarer Kandidaten eintragen und die Listenbezeichnung oder Ordnungsnummer einer Liste anbringen. Wer einen Wahlzettel mit Vordruck benutzt, kann vorgedruckte Kandidatennamen streichen. Er kann Kandidatennamen aus anderen Listen eintragen, panaschieren. Er kann ferner die vorgedruckte Ordnungsnummer und Listenbezeichnung streichen oder durch eine andere ersetzen. Er kann den Namen des gleichen Kandidaten auf dem Wahlzettel zweimal aufführen, kumulieren. Das ist eine Bundesbestimmung, aber Sie werden ähnliche Bestimmungen in Kantongesetzen finden. Das ist wirklich etwas, das ganz üblich in der Schweiz ist. Und das muss man im Kopf haben, wenn man die Entscheidung des Bundesgerichts über die Urner Volksinitiative liest. Das geht, aber das ist auch mit dieser Flexibilität, mit dieser Freiheit verbunden. Und dann stelle ich direkt eine Frage. Quid bei geschlossenen Wahllisten? Das existiert kaum in der Schweiz. Aber ein Kanton könnte das einführen, gibt es kein Problem. Die Kantone haben eine große Verfassungsautonomie in der Schweiz und die könnten ein solches System in ihrer Verfassung, in der Verfassung, in der Kantonsverfassung haben. Und dann wird wahrscheinlich die Lage ein bisschen heikler, weil es reduziert dramatisch die Freiheit der Bürgerinnen und der Bürger in der Schweiz. Und dort würde ich nicht unbedingt sagen, dass die Entscheidung die gleiche sein würde. Ich möchte noch über ein Thema sprechen. Und dort müssen wir über echte Paritätsquoten sprechen. Andreas hat das gesagt. Ich habe ein Gutachten für den Kanton Neuenburg geschrieben. Und dort war eine mögliche Lösung diesbezüglich war eine Verpflichtung zur Erstellung von Wahllisten mit 50% Frauen und 50% Männern. Now, muss man sehen, dort, dass, und die Bürgerinnen und Bürger haben die Freiheit, die können Namen streichen, panaschieren, dazu die Flexibilität existiert. Im Kanton Neuenburg wie in anderen Kantonen in der Schweiz. Aber dann kam eine neue Diskriminierung, weil was passiert für intersexuelle Menschen, für das dritte Geschlecht, wie man, glaube ich, sagt, in Deutschland? Und dort gibt es eine berühmte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Deutschland. Sie kennen die Entscheidung. Und dort habe ich geschrieben in meinem Gutachten, eigentlich eine solche Verpflichtung zur Erstellung von Wahllisten mit 50% Frauen und 50% Männer ist ein Verstoß gegen Artikel 8 Absatz 2 BV, das ist das Diskriminierungsverbot in der Verfassung. Und das wurde berücksichtigt und schlussendlich wurde diese Lösung nicht gewählt. Und richtigerweise, muss ich sagen. Die nächste Frage ist, was passiert mit nicht-binären Menschen? Das heißt, dort ist die Lösung nicht so klar, würde ich meinen. Wahrscheinlich nicht, zumindest das ist kein so klarer Verstoß gegen Artikel 8 Absatz 2 BV. Aber insbesondere für intersexuellen Menschen sehe ich ganz klar mit einer solchen Verpflichtung einen Verstoß gegen Artikel 8 Absatz 2 BV.
Nächste Frage. Quid bei einer Verpflichtung zur Erstellung von Wahllisten mit mindestens 50% Frauen? Wir sprechen nicht mehr von Männern. Die Quote ist nur eine Frauenquote. Und dort glaube ich, dass es mit der Verfassung, dass eine solche Lösung verfassungsmäßig in der Schweiz ist. Vielleicht so eine. Wieso? Ja, klar, die historische Diskriminierung der Frauen, vielleicht sogar Demokratie, darüber können wir sprechen. Ich möchte nicht diesen Punkt auch vertiefen. Aber ich sehe auf der Basis von historischer Diskriminierung in der Schweiz, in den Kantonen, sehe ich eine Möglichkeit für eine solche Lösung, die vom Bundesgericht als verfassungsmäßig betrachtet sein könnte. Das ist meine Meinung, wo eine solche Quote würde noch nicht so klar vom Bundesgericht beurteilt. Ich komme langsam zum Schlusswort mit Daten aus dem Kanton Neuenburg. Gibt es eine Wahl dieses Jahr in zwei Monaten? Aber sehen Sie schon diese Daten? Kanton Neuenburg, ein schöner Kanton. Ich stamme aus Neuenburg, so ich kann das sagen. Ein schöner Kanton, progressiver Kanton, ein der progressivsten Kantonen in der Schweiz. Immer, ja, man sieht das insbesondere in Volksinitiativen, sehr progressiv. Und sehen Sie die Statistik im Kantonsparlament, Großrat Grand Conseil, das ist Parlament, Kantonsparlament. Ja, das ist weniger als ein Drittel, ungefähr 30%, sogar weniger. Und nicht so, und ja, das ist nicht linear. Und das habe ich auch gesehen in Ihrer Präsentation, liebe Kollegin Laskowski. Das ist nicht so linear. Okay, gab es vielleicht ein besseres Ergebnis in 2017, aber ein ganz schlechtes Ergebnis in 2013. Und ja, dort muss ich sagen, das ist ein bisschen. Man kann nicht sagen, dass es kein Problem gibt. Das ist auch, und ich würde ein bisschen weitergehen, man kann nicht sehen, dass es kein verfassungsmäßiges Problem gibt. Und dort sehe ich ganz klar das Potenzial für Quoten, vielleicht sogar starre Quoten, nicht 50%, das werde nicht gehen, aber ja, ein Drittel, wieso eigentlich nicht? Und ich möchte das ganz klar verstehen. Vielleicht doch muss man ein bisschen die Rechtsprechung anpassen, die war ein bisschen zu restriktiv, würde ich meinen. Aber umso mehr für Wahlvorschlagsquoten sehe ich wirklich kein Problem, außer, und ich komme wirklich zum Schlusswort, außer, es darf aber andere Formen von Diskriminierung weder verdecken noch schaffen. Man muss eigentlich diese Diskriminierungsproblematik ganz global sehen. Wir sprechen viel von Intersektionalität der Diskriminierungsproblematik. Das ist wirklich, das ist wichtig für dieses Thema, das ganz aktuell bleibt. So, das ist in anderen Worten ein Plädoyer für mehr Mut, aber mit Vorsicht. Das ist ein bisschen kontraintuitiv, aber das sehe ich ganz genau so. Plädoyer für mehr Mut, aber mit Vorsicht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, lieber Vincent, wunderbar. Auch für besten Dank auch für diesen Einblick in die Feinheiten des schweizerischen Rechts, wenngleich die Grundprobleme ganz ähnlich sind. Und wir haben auch gesehen, eben die Zahlenangaben. Und vielleicht, ich habe jetzt gesehen, es gibt sehr viele Stellungnahmen auch im Chat. Ich habe es jetzt mal versucht, ein wenig zu bündeln oder in Blöcke zu fassen. Ich denke, als erster Block, der auch bei Ihren Vorträgen jetzt war, sind so diese faktischen Bedingungen. Und da möchte ich zunächst mal den Punkt aufgreifen, der insbesondere auch ja
die Argumentation von Monika Polzin vielleicht etwas in Frage stellt, die ja sehr stark dann normativ mit dem Volksbegriff argumentiert, hat dieser Umstand, dass eben, wenn man sich den Frauenanteil jetzt anschaut in den Parlamenten, dass der sehr stark schwanken ist. Wir lesen jetzt hier in Basel-Stadt 42 von 100, im Berner Stadtparlament gar eine Mehrheit von Frauen. Im Wallis, am vergangenen Wochenende bei den Walliser Großratswahlen, hat der Anteil sehr stark zugenommen. Im Kanton Solothurn dagegen ist er praktisch stagniert am gleichen Sonntag. Oft hängt es auch von den parteipolitischen Konstellationen ab, das haben wir gehört. Auch im Kanton Neuenburg denke ich, man kann ganz böse gesagt, wie Frau Laskowski das ja auch schon angedeutet hat, letzten Endes, ja, die Verluste der CVP im Wallis haben zu einem Anstieg und der gleichzeitige Sieg der Grünen sozusagen haben zu einem Anstieg des Frauenanteils geführt. Das wird in vielen anderen Kantonen auch so der Fall sein, dass bei, insbesondere auch bei der SVP, dann häufig weniger Frauen anteilsmäßig sind. Und dann natürlich sozusagen der Frauenanteil einfach auch Gegenstand der politischen Konjunktur ist, und das war auch im Chat dann häufig ja hier auch angeführt worden, gibt es nicht auch einen Förderungsauftrag da quasi zur faktischen Gleichstellung? Darauf haben Sie jetzt ja beide auch Bezug genommen. Ja, wie ist das zu sehen, diese faktischen Bedingungen oder dieser Umstand, dass eben doch nur in ganz seltenen Fällen dann wirklich mal eine Mehrheit von Frauen in Parlamenten anzutreffen ist? Und das ist in anderen Staaten ja nicht anders, selbst in den Staaten, die schon länger solche Paritätsregelungen kennen, die Frau Laskowski angesprochen hat, Italien oder so, nach wie vor verharrt der Anteil ja dort trotz gewisser Maßnahmen auf geringem Niveau. Wie gehen wir damit um? Spielt das oder was für eine Rolle kann das für eine verfassungsrechtliche Bewertung spielen, dieser empirische Umstand? Vielleicht da zunächst mal an Monika Polzin die Frage. Was spielt das in deiner Argumentation? Das hast du ja auch kaum erwähnt. Was spielt das für deine Argumentation für eine Rolle oder wie bettest du das da ein? Also für meine Argumentation spielt das auch keine Rolle. Das ist auch völlig egal, weil es besteht Gleichberechtigung, die Wahlen sind frei. Und deshalb, es kommt nicht darauf an, für die Demokratie, ob eine bestimmte Bevölkerungsgruppe im Parlament vertreten ist oder nicht, solange es freie und gleiche Wahlen gibt. Ich möchte mal kurz über diese Frauen, das ist ja etwas, also die Darstellung, wie die Situation von Frauen in deutschen Parlamenten ist ja ein bisschen verdreht. Weil Fakt ist ja, wenn man jetzt darauf abstellt, wie viele Frauen in Parteien sind und wie viele Frauen dann wiederum in den deutschen Parlamenten vertreten sind, dann sehen wir teilweise eine Überrepräsentation von Frauen gemessen an ihrem Anteil in den Parteien. Weil das Hauptproblem, warum es weniger Männer als Frauen gibt, ist, dass viel weniger Frauen als Männer in den Parteien sind. Ja? In der CDU, CSU sind es ungefähr 26% Frauenanteil, bei den Grünen 40, SPD 35 ungefähr. Ja? FDP ist auch um die 20%, aber zum Beispiel hat sowohl bei der SPD als auch bei den Grünen als auch bei der Linkspartei sind Frauen überproportional zu ihrem Parteienanteil in den Fraktionen vertreten. Ja? Und ich glaube, das Grundproblem, warum es weniger Frauen als Männer in den Parlamenten gibt, liegt einfach darum, dass weniger Frauen sich für politische Arbeit begeistern. Ich glaube, dass wenn die Partei, ich glaube, jetzt erstens ein Generationenproblem, ja, und Rita Süssmuth und sonst keine Frau. Und jetzt, ich meine, wir müssen mal sagen, in Deutschland, wir haben eine Bundeskanzlerin, wir haben eine Verteidigungsministerin. Es ist ja überhaupt nicht so, dass Frauen keine Macht hätten. Deshalb finde ich die Diskussion, ehrlich gesagt, auch, ich kann sie auch nicht inhaltlich nachvollziehen. Also Frauen in Deutschland sind gleichberechtigt. Wir haben alle Rechte, ja, wir sind frei. Ja, es gibt überhaupt, klar, manchmal wird man blöd behandelt, aber Männer werden auch manchmal blöd behandelt. Also es gibt dieses Problem eigentlich, abgesehen davon, dass es das Problem gar nicht gibt, ob es überhaupt eine Benachteiligung von Frauen gibt in der Politik, das ist schon mal fraglich, nur weil Frauen nicht an ihrem Bevölkerungsanteil im Parlament repräsentiert sind. Und ich glaube, dass einfach Parteien, wenn sie das wollen, wenn sie meinen, die einfach Frauen mehr begeistern könnten für politische Arbeit, schon, das würden auch, glaube ich, noch mehr Frauen in die Politik gehen und dann hätten wir auch mehr Frauen in den Parlamenten. Und ich glaube, dass es eine Generationenfrage ist. Aber was ganz, ganz zentral wichtig ist, wir haben eine Demokratie. Und die Demokratie sagt, wir haben freie Wahlen. Und es gibt zu Recht keine Quoten, weil das Volk frei ist.
Und wir müssen damit leben. Ja, das ist vielleicht, das ist, für Demokratie geht davon, von der formalen Gleichheit aus, jedes Bürgers, um zu gewährleisten, dass wir sozusagen in dieser Wahl entscheiden, das Volk sich als wirklich als eine Einheit begreifen kann von Freien und Gleichen und dann sein Parlament will. Und wenn wir anfangen, materielle Gerechtigkeitsgesichtspunkte da reinzuführen, dann verlassen wir sozusagen den Weg der Demokratie. Und da muss ich nämlich nochmal, das habe ich jetzt gefunden in Vorbereitung, sozusagen, ich bin ja jetzt in Österreich und da gibt es sozusagen den großen Verfassungsvater, das ist Hans Kelsen. Und hat da 1929 sein Buch vom Wesen und Wert der Demokratie geschrieben. Ja, und da schreibt er, der Kampf um die Demokratie ist ein, historisch ein Kampf um die politische Freiheit. Das heißt um die Beteiligung des Volkes an Gesetzgebung und Vollziehung. Dass die Idee der Gleichheit, sofern sie etwas anderes ist als der Gedanke der formalen Gleichheit, ja, in der Freiheit, das heißt der Gleichheit der politischen Berechtigung, mit dem Begriff der Demokratie nichts zu tun hat, zeigt sich am deutlichsten daran, dass die Gleichheit im Sinne eines nicht formalen politischen, sondern materiellen, ökonomischen Gleichseins aller, auch in einer anderen als in einer demokratischen, nämlich in einer autokratisch-diktatorischen Staatsform, in dieser vielleicht sogar noch besser als in jener verwirklicht werden kann. Ja, also das starke Argumentation, es spielt ja gar nicht so eine Rolle, ob jetzt so viele Frauen in Parlamenten sind. Frau Laskowski, warum spielt das, oder auch Vincent Martinet hat ja auch darauf abgestellt, warum wird immer auf diese ja, faktischen Gegebenheiten da abgestellt. Frau Polzin sagt jetzt ja quasi, die Frauen interessieren sich halt vielleicht weniger für diese Art der Politik. Und dann ist vielleicht auch plausibel, warum halt in gewissen Parteien, wie halt jetzt, was weiß ich, wenn sich halt die SVP für Motorradfahrer besonders engagiert, dann sind da halt auch mehr Männer drin und die dann auch kandidieren, weil die sich halt auch mehr für Motorräder interessieren. Vielleicht da nochmal von Ihrer Seite, Frau Laskowski, warum wollen Sie unbedingt so ein, das Parlament so als Spiegelbild des Faktischen, Sie haben ja immer mit den 51% und so weiter da argumentiert, was steckt da dahinter bei Ihnen? Vielleicht können Sie das nochmal vertiefen. Ja, gerne. Also zunächst, ich habe Frau Polzin auch interessiert zugehört, aber die Kernfrage und die Gretchenfrage ist doch, wer ist das Volk? Ja, liebe Frau Polzin, wer ist denn das Volk bei Ihnen? Das würde mich mal interessieren. Ja, sind das geschlechtslose, neutrale Wesen oder sind das solche Menschen wie Sie und ich, wie wir sie hier sehen, also Männer und Frauen? Das dritte Geschlecht lasse ich jetzt mal außen vor, denn es hat einen Anspruch darauf, als solches gesehen werden zu dürfen. Aber niemand zwingt das dritte Geschlecht, sich zu outen. Das ist das, würde ich jetzt erstmal so vorweggeben. Aber ansonsten, wenn wir überhaupt von Gruppen sprechen wollen, die Kerngruppen des Volkes, das sind Frauen und Männer. Dass es so ist, dafür haben Frauen gekämpft, denn das, was sie erkämpft haben, war das Frauenwahlrecht. Und um deutlich zu machen, was sie damit verbanden, das war nicht nur das aktive Wahlrecht, um wie die Lämmchen zur Wahlurne zu schreiten, um dort diejenigen zu bestätigen, die ohnehin schon das Sagen hatten, staatstragende Männer, sondern es ging ihnen von vornherein darum, mitzuentscheiden, die Entscheidung, die gesellschaftlichen Spielregeln, die im Parlament getroffen werden, die der Gesellschaft vorgeben, wo es lang geht, wie sich die Menschen zu benehmen haben, da wollten sie mitentscheiden und sich einbringen, denn sie hatten die Erfahrung gemacht, dass Regierung und Parlamente, in denen ausschließlich Männer saßen, nicht dazu führten, dass die Selbstbestimmung von Frauen gesichert wurde, sondern das Gegenteil. So, und jetzt müssen wir uns einmal fragen, was ist der Sinn und Zweck der Demokratie, meine Damen und Herren? Die Demokratie erfüllt keinen Selbstzweck. Sie ist dazu da, unsere Selbstbestimmung, die Selbstbestimmung der Bürgerinnen und Bürger, die einen Staat ausmachen, zu sichern. Darum geht es. Wenn aber nur Männer bestimmen, wo es lang geht, dann führt dies nach der historischen Erfahrung zu einer Entrechtung und Entmündigung von Frauen. Das ist die Erfahrung und diese Erfahrung
haben wir auch im Folgenden, nachdem die Weimarer Republik, ich bin jetzt wieder in Deutschland, beendet war, nach diesem Sexismus der Nazis, der übrigens auch in der Bundesrepublik nie diskutiert wurde, denn auch das war eine Zeit, in der Frauen politisch entrechtet wurden. Die Nazis haben einfach faktisch das passive Wahlrecht von Frauen einfach gestrichen für die Reichstagsscheinwahlen, die es noch gab. So, und dann gab es das Ende 45 und den Neuaufbruch in Westdeutschland. Und wer saß dort in dem Parlamentarischen Rat, um sich Gedanken zu machen über die neue Verfassung? Das waren 61 Männer und 4 Frauen. Wie sah es in Deutschland aus in der Realität? Da gab es nur Frauen, die die Steine geklopft haben. Aber die Männer, die dort saßen, wollten das Recht wieder auf den Stand von 1900 zurückwerfen. Also 1.1.1900 in Krafttreten des bürgerlichen Gesetzbuches, das verheiratete Frauen unter die Vormundschaft von ihren Ehemännern stellten. Vorher waren die Frauen unter der Vormundschaft ihrer Väter. Meine Damen und Herren, das ist es, was Frauen erlebt haben, nicht nur in Deutschland, auch in der Schweiz. Ja, und deshalb ist es so wichtig, dass Frauen mitmischen und mitentscheiden, und zwar gleichberechtigt, um dann dafür zu sorgen, dass sich die Gesetze nicht mehr einseitig zulasten von Frauen auswirken können, wie es heute immer noch in der Realität der Fall ist. Unsere Verfassung, die ist nicht geschrieben worden, weil der Parlamentarische Rat dachte, es wäre schön, sich mal ein paar Artikel auszudenken und irgendwas da als Metaebene der Gesetzgebung für die Bundesrepublik Deutschland vorzugeben. Es ist der Rahmen, der wichtig ist, um das gesellschaftliche Leben zu ordnen. Es ist geschrieben worden, diese Verfassung, um auf gesellschaftliche Probleme reagieren zu können, und zwar unabhängig davon, in welcher Zeit. Deshalb können wir durch Interpretation gesellschaftliche Probleme verfassungsgemäß lösen. Das ist der Anspruch der Verfassung. Sie ist geschrieben worden für die Menschen, für die Bürgerinnen und Bürger in der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, die Realität, die Verfassungsrealität, das ist der Bezugspunkt für das Grundgesetz und nichts anderes. Nicht irgendwelche Lehrbücher oder Lehrbuchkapitel, ja, die oder irgendwas, was wir uns gegenseitig vorlesen. Nein, es geht darum, diese Artikel mit Leben zu füllen, um Lösungen zu suchen, verfassungskonforme Lösungen für gesellschaftliche Konflikte. Und diesen Konflikt, den ich im Blick habe, nämlich die strukturelle Diskriminierung von Kandidatinnen, den müssen wir jetzt nach mehr als 70 Jahren Bundesrepublik Deutschland endlich in Angriff nehmen. Ja, und noch vielleicht ein Wort zu der These, Frauen seien politisch weniger interessiert. Also da bitte ich Sie aber sehr, die Frauen sind überall gesellschaftspolitisch interessiert. Aber die Parteien, die ihre männlichen Strukturen natürlich auch nach außen erkennbar machen, das sind die Strukturen, die vernünftige Frauen mit wenig Zeit, die Karriere machen wollen, die Kinder haben und so weiter, überlegen lassen, soll ich mich in diese Strukturen hineinbegeben? Da müssen wir den Parteien sagen, packt euch an eure eigene Nase und erinnert euch an eure verfassungsrechtliche Aufgabe in Artikel 21. Auch Parteien erfüllen keinen Selbstzweck, sie sind keine Privatunternehmen. Dass die gesellschaftlichen Ideen in die Parlamente gelangen, um dann dort im Zusammenspiel interessengerechte Entscheidungen hervorzurufen. Das ist die Aufgabe der Parteien und dafür brauchen sie die Frauen. Deshalb müssen sie ihre Strukturen ändern. Und wenn sie das freiwillig nicht tun, dann muss der Gesetzgeber nachhelfen. Und das ist jetzt das Letzte, was ich noch sagen wollte. In der Demokratie muss sich niemand für Gesetze entschuldigen. Denn Gesetze sind das vornehmste Instrument der Demokratie. Vielen Dank. Genau, auf die Parteien, das haben Sie jetzt schon angerissen, wollte ich dann im nächsten Punkt noch kommen, so als größtes vielleicht faktisches oder strukturelles Hindernis, das wir da haben. Vielleicht aber vorher noch zu Vincent Martinet. Jetzt haben wir ja gehört, dieser Gedanke sei es jetzt, dass man sagt, das Parlament muss
das Volk repräsentieren und kennt keine Gruppen, oder sei es auch der andere Gedanke, dass man sagt, doch, nach Geschlechtern muss eben da repräsentiert werden. Das ist natürlich sehr stark aufs Parlament zentriert. Diese Situation haben wir natürlich in der Schweiz nicht so stark. Wir haben auch die Regierungen, die direkt vom Volk gewählt werden, zumindest in den Kantonen, wo wir beispielsweise im Kanton Solothurn, wo gleichzeitig der Frauenanteil im Parlament wahrscheinlich nicht groß steigen wird, aber eine Mehrheit in der Regierung sitzen wird. Bisher ist es jedenfalls jetzt nach dem ersten Wahlgang so. Und andererseits aber und vor allem haben wir natürlich auch noch die direkte Demokratie daneben, also Initiative, Referendum, wo man sagen kann, diese Funktion der Parlamentarierin, jetzt, dass sie auch die Frauenbelange bei der Gesetzgebung mit berücksichtigt, diesen Bedarf haben wir bei uns nicht so groß, oder nicht? Die Frauen könnten ja dann im Referendum sozusagen auch Dinge ablehnen, was wir manchmal auch haben, wo wir einen starken Unterschied bei der Abstimmung zwischen den Geschlechtern haben. Wie siehst du das, die Rolle der direkten Demokratie für diese Quotenfrage oder Paritätsfrage in den Parlamenten? Spricht das eher dafür oder auf den ersten Blick ja eher dagegen, weil die Frauen ja dann andere Instrumente haben? Oder wie siehst du das? Ja, da doch muss man ein bisschen aufpassen. Zuerst möchte ich schon sagen, dass diese historische, tatsächliche und strukturelle Perspektive extrem wichtig in diesem Bereich ist, weil das ist auch eine mögliche Rechtfertigung für Quoten. Referendum statt Parlament, das ist ein bisschen die Frage. Dort muss man schon ein bisschen aufpassen. Ich habe ganz Anfang dieses Monats eine Statistik gemacht für eine Veröffentlichung, für eine Zeitschrift in Frankreich gemacht. Und diese Statistik betrifft Referendum auf Bundesebene gegen Gesetze oder internationale Verträge. Schlussendlich werden von allen Gesetzen, allen Verträgen, die vom Parlament angenommen sind, schlussendlich werden nur 2,6% dieser Gesetze oder dieser Verträge vom Volk abgenommen. 2,56%. Das heißt, dass viel auf Stufe Parlament passiert, sogar in der Schweiz. Gibt es ungefähr 6% dieser Gesetze und Verträge, die zum Volk gehen, und schlussendlich werden 2,65% abgenommen. So bitte, dort würde ich sagen, und deine Frage ist vielleicht ein bisschen provokativ gemeint, aber sehr interessant, aber bitte, Referendum ist... Hat wirklich seine Limite, auch in der Schweiz. Und man kann nicht sagen, dass alles passiert während Referenden. Nein, viel passiert auf Stufe Parlament, fast alle Entscheidungen, auch in der Schweiz, auch in den Kantonen, werden von Parlamenten gemacht. Also da siehst du auch nicht einen fundamentalen Unterschied, zumindest zu dem rein oder viel stärker parlamentarischen System. Ja. Der fundamentale Unterschied ist diese Freiheit für die Listen. Mhm. Dort, klar, ist das Wahlsystem viel flexibler in der Schweiz, und das öffnet meiner Meinung nach die Tür für Wahlvorschlagsquoten, weil schlussendlich haben die Bürgerinnen und Bürger diese Freiheit, die behalten diese Freiheit, die ist ein bisschen begrenzt, aber bitte nochmals, wenn wir sprechen von Parlamenten mit 100 Sitzen, und ja, mit dieser Möglichkeit zu panaschieren, zu kumulieren, zu streichen, behält schlussendlich der Bürger oder die Bürgerin viel Freiheit, viel Flexibilität. Und dieser Punkt ist da ein großer Unterschied zwischen Deutschland und der Schweiz, würde ich meinen. Mhm. Ja. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, weil du hast auch von Regierungen sprechen. Dort ist da ganz klar die Lage ein bisschen anders. Aber das spricht nicht unbedingt gegen Quoten. Es gibt Quoten, aber nicht geschlechtsspezifische Quoten. Es gibt Quoten für sogar
sogar für Regierungswahlen in der Schweiz auf Kantonsebene. Zwei Beispiele: Bern, Kanton Bern, ein Sitz für die Französischsprachigen. Das ist eine Quote. Und die ist akzeptiert. Diese Quote ist akzeptiert, ist verfassungsmäßig, wurde von der Bundesversammlung, vom Bundesparlament akzeptiert. So, es gibt eine Quote im Kanton Bern, ein Sitz für die Minderheit, die französischsprachige Minderheit. Es gibt auch eine Art von Quoten im Kanton Wallis. Das ist ein spezielles System. Aber vielleicht haben Sie gesehen, dass am letzten Sonntag, hat niemanden eine Mehrheit im Kanton Wallis in der Regierung erreicht. Niemanden. Aber nur für die zweite Runde bleibt nur eine in der Nähe von Genfersee insbesondere. Und plötzlich ist diese Person gewählt. Weil das ist eine Art von Quoten für die verschiedenen Teile des Kantons Wallis. So, wir kennen in der Schweiz sogar Quoten für Regierungswahlen, aber nicht geschlechtsspezifische Quoten. Ja, das lockert das ganze Bild etwas auf sozusagen, aber ja, genau, betrifft natürlich nicht die Geschlechter, sondern sprachliche Minderheiten. Auch die Quote im Wallis soll ja vor allem dem Oberwallis, dem Deutschsprachigen, diesen Sitz in der Regierung halt garantieren. Ja, Frau Laskowski hat es schon angedeutet, sie hat es auch in einem Vortrag stark gemacht, auch Vincent Martinet hat es angesprochen, auch mit seinem Vorschlag dieser Nominierungsquoten. Offenbar ist doch eines der großen Hindernisse bei der ganzen faktischen Frage sozusagen der Repräsentanz scheinen ja die Parteien zu sein. Frau Laskowski hat sehr eindrücklich auch geschildert mit diesen Direktmandaten. Also wenn es wirklich sozusagen 1:1 geht, da werden sehr viele Männer nominiert, dann vielleicht auch gewählt. Ein Teilnehmer im Chat hat dann aber wiederum eingewandt, da müsste man ja quasi auch eine Kandidatur oder Amtspflicht für Frauen dann einführen, wenn die Parteien nicht genügend finden. Was machen wir in so einem Fall? Also die Parteien stehen da irgendwo im Zwiespalt, aber vielleicht können wir das Thema nochmal aufgreifen. Vielleicht wieder bei Vincent Martinet jetzt anfangen aus schweizerischer Sicht oder wenn du es auch im Kanton Neuenburg oder so sehen würdest, wo sind da bei den Parteien die größten Hindernisse? Ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil das ist ein ganz komplexes Thema. Aber ich meine, für einen Kanton ist das so schwierig. Ich spreche nicht von kommunalen Ebene in kleinen Gemeinden, dort sehe ich das Problem. Aber für einen Kanton ist das so schwierig, Frauen zu finden fürs Kantonsparlament. Dort habe ich Zweifel, das ist ein echtes Thema. Ich sehe das eher als eine Entschuldigung. Vielleicht hat man nicht ganz genau gesucht. Aber ja, zum Beispiel im Kanton Neuenburg, das Parlament wird 100 Sitze haben für diese Wahl dieses Jahres. Ist das so schwierig für einen, keine Partei wird mehr als 30% Stimmen erhalten. So, wir sprechen von 30 Sitzen. Ist das so schwierig, 15 Frauen zu finden? Das glaube ich nicht. Da, ehrlich gesagt, ich sehe den Punkt in ganz kleinen Gemeinden, wo es trotzdem ein Parlament gibt, es gibt nicht so viel, aber bitte in einem Kanton oder auf Bundesebene, bitte. Ja, aber woran liegt es an deiner Meinung nach, dass halt doch zumindest einige Parteien es einfach nicht schaffen oder nicht wollen? Oder was sind da die Mechanismen, die dazu führen, dass dann eben schon von vornherein weniger weibliche Kandidatinnen da sind und die dann auch gewählt werden? Ich glaube, es gibt ja Untersuchungen, die sagen, die Chance, gewählt zu werden, ist natürlich für Frauen, ist auf den SVP-Listen, wo am wenigsten andere Frauen sind, ja am größten. Also da habe ich auch kürzlich mal eine Untersuchung der letzten Wahlen gesehen. Wenn sie mal drauf sind, sozusagen auch auf
bürgerlichen Listen, dann werden sie scheinbar auch gewählt, was früher noch der Fall war, so das Streichen, das scheint nicht mehr so der Fall zu sein. Aber warum schaffen sie es nicht auf die, oder warum, wo liegt es da im Nominationsverfahren? Das hat ja Frau Laskowski auch für Deutschland sehr stark erwähnt. Woran liegt das in der Schweiz eigentlich? Schwierig zu sagen, weil das ist dann kein juristisches Thema, das ist viel breiter, das ist klar. Klar. Ein paar Erklärungen würde ich meinen. Zuerst die Ehemaligen, die zu Wiederwahl stehen, die sind Männer, statistisch, die sind Männer und wollen wieder gewählt werden. Und was ist die Anreize, sehr kreativ oder wirklich zu suchen, gute Kandidaturen oder ganz aktiv am Suchen zu sein? Das ist vielleicht eine erste Erklärung, ehemaligen. Zweite Erklärung, viele Elemente, aber das ist eher soziologisch. Ja? Die traditionelle Rolleverteilung bleibt ein Thema in der Schweiz. Und ja, wenn man sieht, wie es funktioniert in einem Parlament, wenn diese traditionelle Rolleverteilung in einer Familie bleibt, ja, die Parlamentarier bleiben oft, die müssen noch am Abend debattieren, haben wir das gesagt, gerade diese Woche in der Schweiz. Und wenn diese traditionelle Rolle in einer Familie besteht, bleibt, das ist schon eine Anreize für eine Frau. Ganz komplexes Thema, aber das ist vielleicht auch eine Anreize für eine Frau, sich zu engagieren. Und ja, das ist vielleicht eine zweite Erklärung, soziologisch. Ja, vielleicht dann zu Monika Polzin, auch zu der Frage, wenn du jetzt nicht die Parteien zwingen möchtest oder auch sagst, es sei nicht zulässig, dennoch würdest du es grundsätzlich als überhaupt als, du hast immer gesagt, das sei überhaupt kein Faktor oder sei überhaupt nicht relevant. Wenn du jetzt aber mal annehmen würdest, ja grundsätzlich sei es vielleicht schon ja, erfreulich oder irgendwie eine begrüßenswerte Entwicklung, wo würdest du dann am ehesten bei den Parteien da ansetzen oder siehst du diesen Punkt, das haben wir in beiden Positionen gehört, dass die Parteien eben so traditionelle Mechanismen haben und wenn dann halt irgendwie ein Sitz zu vergeben ist, der wahrscheinlich errungen wird von der Partei in einem sicheren Wahlkreis oder so und dann ist ein bisheriger Mann da, würdest du da irgendeinen Bedarf sehen, dass man da vielleicht doch die Ausgangsbedingungen für Kandidatinnen verbessert oder was sagst du, nein, das soll überhaupt keine Rolle spielen? Ja, also ich muss sagen, erstmal, die Parteien sind ja frei, wen sie aufstellen wollen für ihre Listen. Ne? Und dieses Recht wird ja fundamental eingegriffen durch diese Paritätsregeln, weil Parteien ja gar nicht mehr frei aufstellen können. Und das kann nicht gerechtfertigt werden, Verfahrensrecht. Wenn es jetzt, also ich weiß es, ich meine, ich kenne mich faktisch nicht aus, aber es ist ja so, dass in den Parteien ja oftmals Frauen gemessen an ihrem Parteienanteil in den Fraktionen übervertreten sind. Das gilt für die Linke, das gilt für die SPD und für die Grünen. Das heißt, Frauen, die sich da engagieren, die Parteien haben fraueninterne Quoten. Ich weiß gar nicht, wie die strukturell diskriminiert werden, wenn es sozusagen der Frauenanteil in den Parteien niedriger ist als ihr Anteil in den Parlamenten. Ja? Bei den bürgerlichen FDP, CDU und so ist es teilweise ein bisschen anders. Da entsprechen die in etwa dem Parteienanteil oder teilweise etwas darunter. Ich meine, wenn Frauen sich engagieren wollen, dann können sie das tun und das existiert, diese Möglichkeit. Und es ist, also ich bin eine Frau mit Kind, es ist total lächerlich zu sagen, oh, wenn ich ein Kind habe, kann ich in eine Abendsveranstaltung gehen. Ich meine, da muss man das anders organisieren. Es gibt auch Männer mit Kindern. Ich finde und wegen dem Argument irgendeine Demokratie abzuschaffen, das ist absurd. Ja? Ich glaube, das ist einfach, wenn Frauen in die AfD wollen, können sie das ja tun. Aber wenn die Frauen nun nicht in die AfD wollen, ich meine, wieso sollen jetzt Frauen durch die Quote gezwungen werden, in die AfD zu gehen? Dann kriegt die AfD ein völlig anderes Bild. Vielleicht kriegt sie dann mehr Stimmen. Also ich muss wirklich sagen, ich verstehe es nicht so wirklich. Wir haben ja auch eine Bundeskanzlerin, wir haben eine Verrechnung. Wie ist die dann Bundeskanzlerin geworden, wenn alles so furchtbar gegen Frauen ist? Also ich glaube, es ist eine Generationenfrage. Ich glaube, dass sozusagen je mehr junge Frauen kommen, die ganz anders aufgewachsen sind als noch die Leute vor 30, 40 Jahren. Ich glaube, das wird sich von ganz allein verändern und vielleicht gibt es auch mal 70% Frauen, wenn wir keine Quoten einführen. Ja?
Vielleicht kann das auch passieren. Das ist ja die Freiheit, die besteht. Ja? Wir können nämlich auch ein Parlament mit 100% Frauen haben, ja? Theoretisch, ja? Wenn sich nur noch Frauen aufstellen und keine Männer mehr. Ja? Das ist eben, und ich glaube, das ist ein Generationenprozess. Es gibt jetzt so viele weibliche Politikerinnen, die wieder Vorbildfunktionen haben. Und ich meine, wenn Frauen sich eben nicht in der Partei engagieren wollen, wenn Frauen nicht in die AfD wollen, dann ist es. Und wenn die dann trotzdem gewählt werden, dann ist es halt so. Dann kann man es halt nicht ändern. Das ist halt die Demokratie. Ja, also auch da kein Handlungsbedarf. Wir sehen das auch im Chat so ein bisschen gespiegelt. Da sehen wir auch viele, die darauf hinweisen, ja, jetzt sei eben doch der Durchbruch erzielt. Eben der Berner Stadtrat wird erwähnt, auch Basel Stadt wurde schon erwähnt und so weiter. Ja, wir haben aber auch wieder die Wellenbewegungen in den beiden anderen Vorträgen gesehen. Also ich denke da, was jetzt so die faktische Ausgangslage betrifft, sind wir nach wie vor in einer unsicheren Situation. Vincent Martin hat ja darauf hingewiesen, das Bundesgericht hat damals, vielleicht dann noch eine Frage, auch Kollegin Christa Tobler hat auch auf diese Frage hingewiesen mit dieser Beurteilung durch das Bundesgericht. Du hast es ja auch kritisiert, Vincent, dass damals das Bundesgericht sehr rigide gewesen sei und wenn ich mich recht erinnere an die Urteile, da ist es ja auch so, dass man sehr stark darauf abgestellt hat, auf diese Befristung. Man könne es, wenn, dann etwas befristet machen. Und eben die Entwicklung zeige eben ja in eine, sei eben steigend. Jetzt sehen wir, ja, so klar ist es nicht, es ist schwankend. Könntest du dir vorstellen, dass das Bundesgericht oder ja, die Rechtsprechung im Allgemeinen vielleicht diesen Punkt, du hast ja schon ein bisschen angedeutet, auch heute kritischer sehen würde, weil das Frauenstimmrecht ja doch um einige Jahrzehnte, die Urteile sind ja jetzt so circa, ja, knapp 20 Jahre alt oder so, oder noch mehr als 20 Jahre, 25 Jahre so alt. Meinst du, heute würde das Bundesgericht sozusagen diesen faktischen Aspekt stärker gewichten und mehr Toleranz, wie du es ja auch gesagt hast, gegenüber den Kantonen üben? Oder wie siehst du das? Das ist eine Möglichkeit. Und eben, und ich möchte nochmals dieses Beispiel nehmen. Regierungswahl im Kanton Bern. Dort akzeptiert man ein Quote, okay, das ist kein Geschlechtsquote, das ist ein, aber trotzdem akzeptiert man eine Quote, eine starre Quote, ein Sitz aus 7, das akzeptieren die Bundesbehörden für eine Regierungswahl. Wieso ist das unmöglich, eine starre Quote für, ich spreche nicht von 50%, okay, das schafft andere Probleme. Aber wieso ist das ganz ausgeschlossen für einen Kanton, eine starre Quote, nehmen wir zum Beispiel 35% oder 40% im Parlament? Dort sehe ich ein Problem oder eine Inkohärenz in der Analyse. Und ich würde schon nochmals plädieren für Verfassungsautonomie der Kantone. Lassen wir diese Kantone mal neue Instrumente benutzen. Wir werden sehen, was die Ergebnisse sind. Aber das ist eben diese Quote von Justice Brandeis. Das ist ganz genau die Idee. Versuchen wir mal ein bisschen auf Kantonsebene. Vielleicht klappt es nicht. Vielleicht das ist kontraproduktiv, weiß ich nicht. Aber prüfen wir mal dort. Hm? Ja, vielleicht gut möglich, dass in einem Kanton nochmals eine starre Quote durch Volksinitiative lanciert ist und dann schlussendlich kommt diese Initiative vor Bundesrat, das ist möglich und dann werden wir schauen. Aber ja, ich würde plädieren für ein bisschen mehr Offenheit diesbezüglich. Mhm. Ja, jedenfalls, wenn die Quote jetzt nicht bei starr 50-50 liegt, das haben wir ja gesehen, sondern irgendwo auch noch etwas Spielräume, dann lässt eben oder einen Sitz von, ja, ich glaube, du hast auch von 30-35% oder so etwas Spielraum gesprochen. Ja. Ja, das waren so die faktischen Bedingungen. Vielleicht jetzt noch ein Punkt, der auch schon so etwas angetönt wurde, eben nochmals bei Frau Laskowski, auch was den die Direktmandate und diese Wahlkreise betrifft und so weiter. Und das möchte ich auch nochmal zur Diskussion stellen. Insgesamt wurde ja gesagt, dass die Rahmenbedingungen, Frau Laskowski hat ja sehr stark auch mit der Entstehung des Grundgesetzes argumentiert und so weiter,
die Rahmenbedingungen insgesamt, aber auch für das Wahlsystem. Wir haben ja auch von der Weimarer Republik da gesprochen. Man kann ja sagen, dass schon ein gewisser Zusammenhang, jedenfalls in anderen Staaten, zwischen Verhältniswahlrecht und Wahlrecht der Frauen besteht. In der Schweiz war das nicht so. Das Verhältniswahlrecht wurde 1919 eben wie in vielen anderen Staaten auch eingeführt, aber nicht das Frauenwahlrecht. Da stellt sich für mich die Frage, ganz pointiert gesprochen, das Mehrheitswahlrecht, wie es ja in einzelnen Kantonen jetzt noch in ganz wenigen noch gibt, aber es wird ja immer mal wieder darüber nachgedacht, oder auch bei den Ständeratswahlen haben wir auch ein Mehrheitswahlrecht in den meisten Kantonen. Könnte man sagen, Frau Laskowski, dass eigentlich schon das Verhältniswahlrecht, der Proporz für Ihr Anliegen unabdingbar ist? Oder wie stehen Sie eigentlich dem Majorz- oder Mehrheitswahlrecht gegenüber, wie es ja beispielsweise auch in England oder Frankreich angewandt wird? Wie sehen Sie das? Also bleibe ich bei den Verhältnissen in Deutschland. Da finden wir meistens die Mischung Listenwahlen, ja, und dann die Direktmandate. Und meistens werden die dann verrechnet. Aber bleiben wir mal bei den Direktmandaten. Auch da können wir uns orientieren an Frankreich. Also Frankreich seit 20 Jahren paritätische Gesetze. Für die Listen ganz klare Vorgaben, hälftig und abwechselnd Mann-Frau oder Frau-Mann, je nachdem, wie man beginnt, kommt man nie richtig auf 50%, ja, sondern immer so bleibt man bei 48, 49, je nachdem. So, aber für Direktmandate hat man dort immer weiter nachgedacht, um das Rechtssystem zu optimieren. Denn man hat erkannt, bei der Nationalwahl 277 Wahlkreise, die Vorgabe lautet, paritätisch, also etwa hälftig mit einer Abweichungsmarge von 2%. Das reicht wohl aus Verhältnismäßigkeitsgründen für den Gesetzgeber. Und man hat die Erfahrung gemacht, die großen Parteien, die verzichten lieber auf Geld. Das ist nämlich als Sanktion vorgesehen, nämlich die Wahlkampfkostenerstattung, die reduziert wird. Sie verzichteten lieber auf Millionen Euro als auf Männer. Ja, das zahlen die großen Parteien aus der Portokasse. Das ist keine wirksame Sanktion. Deshalb hat man überlegt, was gibt es noch, und hat dann für die Departementwahlen ein neues Modell überlegt. Das ist großartig an Frankreich. Dann haben sie gesagt, ja, da verpflichten wir die Parteien zur Nominierung von Wahlkreisduos, ja, bestehend aus Kandidatin und Kandidat, die als Team antreten und dann in einem größer zugeschnittenen Wahlkreis durch eine Stimme gewählt werden. Funktionierte 1A und so fort. Die Departementräte sind nahezu paritätisch besetzt. Bei der Nationalwahl hat man nachgesteuert und hat die Sanktionen erhöht, ja, damit diese Sanktion auch wirken kann. So, und dann haben wir gesehen, der Erste, der sich an das geltende französische Wahlrecht gehalten hatte, war Herr Macron. Er hat paritätisch nominiert und dafür wurde er gewählt. Fertig. Ja, also von daher Frankreich als großes Vorbild aus meiner Sicht, Erfahrung 20 Jahre. So, und was können wir lernen? Erstens, alle Parteien sind in der Lage, paritätische Listen aufzustellen, denn dort, wo mit Listen gewählt wird, sagt der Gesetzgeber klipp und klar, nicht paritätische Listen werden nicht zur Wahl zugelassen. Ja, sobald dies als gesetzliche Vorgabe in der Welt war, waren alle Parteien in der Lage, paritätische Listen zu erstellen. Das ist doch klar. Wenn man nicht muss, dann lässt man gerne alles so, wie man es gewohnt ist. Männer haben sich gemütlich eingerichtet und Frauen bekommen keine echten Chancen, werden ausgebremst. Das ändert sich, wenn die Spielregeln geändert sind. So, und das hat funktioniert. Und dann hat man, wie gesagt, in den Bereichen, in denen dann Direktmandate zu vergeben sind, hat man nachjustiert, sodass dieses Modell ein vorzügliches ist, an dem wir uns orientieren können. Alle Parteien haben ausreichend Frauen gefunden. Und jetzt vielleicht noch mal zu dem Hinweis, ja, Frauen sind doch nicht, Frauen sind in allen Parteien ausreichend vertreten. Ja, niemand muss in eine Partei eintreten, um, und jetzt kommt Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, sein Recht auf Demokratie dort durch einen Parteieintritt
sozusagen sich zu erwerben. Das Recht auf Demokratie, das aus Artikel 20 und 38 des Grundgesetzes folgt, steht allen Bürgerinnen und Bürgern der Bundesrepublik Deutschland zu. Und ich schätze, in der Schweiz ist es heute nicht anders. Das heißt, sie müssen nicht in eine Partei eintreten, um den Anspruch erheben zu können, mit ihren gesellschaftspolitischen Vorstellungen im Parlament vertreten zu sein. Denn es ist Aufgabe der Parteien, sich um diese gesellschaftspolitischen Vorstellungen zu kümmern, sie einzusammeln und dann mit Hilfe der Nominierten ins Parlament zu bringen. Also die Parteien müssen sich reformieren. Das folgt schon aus Artikel 21 des Grundgesetzes, denn Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts: Parteien müssen sich eine innere demokratische Struktur geben, Organisation. Das ist eine verfassungsimmanente Begrenzung der Parteienrechte, die sonst in Artikel 21 vorgesehen sind. Rechtsprechung 1957 des Bundesverfassungsgerichts. Im Übrigen Rechtsprechung 1952 des Bundesverfassungsgerichts. Parteien sind in die Verfassung eingebunden. Sie stehen nicht darüber oder sonst wie außerhalb, sondern müssen die Partei, müssen natürlich das Grundgesetz auch respektieren und dürfen dagegen nicht verstoßen. So, und jetzt nochmal zu den inneren demokratischen Strukturen. Das bedeutet, und insoweit ist die Literatur sich einig, auch mit der Rechtsprechung, das sind vor allen Dingen die demokratischen Rechte der Parteimitglieder. Dazu zählt die Literatur vor allen Dingen Meinungsfreiheit. Dazu zählt aber auch das Recht auf Chancengleichheit im Rahmen der Nominierung. Denn dieses Recht folgt aus Artikel 38. Das sind die Wahlrechtsgrundsätze, die in direkter Verbindung mit dem Demokratiegebot stehen. Also demokratische Rechte, die Parteien zu respektieren, einzuhalten und auch effektiv durchzusetzen haben. Parteien haben kein Recht auf Willkür, auf Diskriminierung ihrer Parteimitglieder, der Kandidatinnen und Kandidaten, um das einmal klipp und klar zu sagen. Wer das glaubt in Parteien, der hat die Aufgabe und die Rechte der Parteien noch nicht durchdrungen. Ja, und es wird Zeit, dass wir darauf hinweisen, auch im Rahmen dieser Diskussion. Und ein letztes Wort nochmal zu dem Frauenanteil in den Parteien. Es ist nicht Aufgabe der Parteien, Parteiangehörige zu repräsentieren. Es ist Aufgabe der Parteien, durch ihre inneren Strukturen dafür zu sorgen, dass das Volk im Parlament repräsentiert wird. Und das Volk, das hat die Weimarer Reichsverfassung deutlich gemacht, in den Artikeln 17, 20, 21 empfehle ich auch noch mal zur Lektüre. Da hat es deutlich gemacht, wer das Volk ist. Und das hat es hineingeschrieben, es sind die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger. Und daran hat sich bis heute nichts geändert, denn das Grundgesetz knüpft an diese Regelung der Weimarer Reichsverfassung an. Vielen Dank. Ja, Monika Polzin, bist du da vielleicht auch zu tolerant sozusagen oder unterschätzt du nicht diese Repräsentationsfunktion auch der Parteien? Denn die sind ja jetzt vielleicht in der Schweiz etwas weniger, wir haben es ja auch gehört, es gibt so direkte Demokratie, die Parteien sind auch etwas offener mit den offenen Listen und so weiter, aber gerade jetzt in den anderen Staaten, jetzt Frankreich oder Deutschland auch, sind die Parteien ja so wichtig, um überhaupt politisch Teilhabe ausüben zu können letzten Endes, dass man vielleicht, bist du da nicht zu tolerant, indem du sagst, ja, wer halt keine Lust hat mitzumachen und wenn die Parteien halt alle so blöd sind oder zumindest einige, das jedenfalls für Frauen gar nicht irgendwie interessant sind, dann ist das halt so hinzunehmen, dann muss ich halt das wählen, was mir vorgesetzt wird. Wie siehst du das? Die Parteien haben ja schon so eine staatsnahe Rolle und so wie man sagen würde, ja, gleicher Lohn für gleiche Arbeit bei Männern und Frauen im bei staatlicher Beschäftigung und so weiter, so könnte man ja auch bei den Parteien dann sagen, als Vehikel für die Meinungsbildung müssen die sich eben dann auch diesen Vorgaben unterziehen. Wie siehst du das? Also erstmal halte ich die ganze Diskussion für völlig unterkomplex, dass irgendetwas gut ist, weil da 50% Frauen sind und dass sozusagen ich, also nur Frauen vertreten kann, also sozusagen ist es völlig unterkomplex. Ich will jemanden, weil der meine politischen Überzeugungen teilt, das ist nicht zwangsläufig eine Frau. Also ich finde viele Männer viel besser als weibliche Politiker. Das hat, weil ich wähle doch jemanden nicht, weil der ein Geschlecht hat, sondern weil der eine politische Überzeugung hat und die ist unabhängig vom Geschlecht.
Die ist völlig unabhängig. Also mein Lieblingspolitiker ist vielleicht ein Mann, der auch noch eine andere Religion hat als ich. Ja, aber er hat meine politische Weltanschauung. Ja, das ist es völlig unterkomplex. Es ist komplett unterkomplex. Und dann die Parteien. Die Parteien haben die Parteienfreiheit. Die ist verfassungsrechtlich garantiert in Artikel 21 Grundgesetz. Und die Parteien sind frei in ihrem Programm. Das heißt, Parteien können entscheiden, wir wollen jetzt Männer oder Frauenideen nur verfolgen. Und genau das wird, diese Freiheit wird durch die Paritätsgesetze auch eingeschränkt. Eine Frauenpartei, eine reine Frauenpartei, die jetzt nur Frauen aufstellen will, das darf die auch nicht. Genauso wie eine reine Männerpartei, die sagt, wir fördern jetzt die Interessen der Motorradfahrer, die darf das auch nicht mehr. Ja? Das ist ein ganz erheblicher Eingriff in die Parteienfreiheit. Ja? Und dieser erhebliche Eingriff muss ja verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein. Und das geht nur durch ein anderes Verfassungsgut. Und ein solches Verfassungsgut, dass das rechtfertigt, gibt es nicht. Und das haben auch die Verfassungsgerichte in Brandenburg und Potsdam ganz klar herausgestellt, weil die Befürworter berufen sich für diese Rechtfertigung, diesen schweren Eingriff in die Parteienfreiheit, nämlich ihre Programmfreiheit, nämlich zu bestimmen, ob sie sozusagen, was für sie eine Politik machen, die vorgegeben wird, jetzt sozusagen eingeschränkt wird durch die Paritätsgesetz. Es gibt die Parteienfreiheit, die wird eingeschränkt durch die Paritätsgesetze, weil Parteien nicht mehr frei entscheiden dürfen, wie sie ihre Listen aufstellen. Sie werden gezwungen, paritätische Listen aufzustellen, wo das vielleicht ihrem Programm zuwiderläuft, weil sie entweder reine Männerinteressen haben oder reine Fraueninteressen oder weil sie vielleicht die Idee haben, wir haben keine Quoten, wir wollen vielleicht 10 Frauen am Anfang aufstellen, dann 10 Männer, wie auch immer. Ja? Wir wählen nämlich die fähigsten Leute, das ist unser Parteiprogramm. Das alles ist nicht mehr möglich durch das Paritätsgesetz. Und das ist ein schwerwiegender Eingriff in die vom Grundgesetz geschützte Parteienfreiheit. Um die zu rechtfertigen, brauchen wir wiederum einen verfassungsrechtlichen Grund. Und da wird sich darauf berufen von den Befürwortern, einmal auf den Gleichstellungsauftrag und einmal auf das Demokratieprinzip. Und beide sind nicht geeignet, weil das Demokratieprinzip, das haben die Landesverfassungsgerichte auch so vorgeführt, verlangt nicht, dass irgendeine Gruppe gespiegelt sein muss. Das sieht das schlichtweg nicht vor, das steht im Widerspruch. Wir haben den Grundsatz der Gesamtrepräsentation, es wird nur das Volk repräsentiert und nicht irgendeine bestimmte Gruppe. Dann Artikel 3 Absatz 2 Satz 2, den Auftrag zur Förderung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Da ist, wenn man den, ob der als rechtfertigend gilt. Der geht auch nicht als rechtfertigend, weil da geht es um Chancengleichheit. Es geht nie um Ergebnisgleichheit. Es geht um Chancengleichheit. Wir wollen alle die gleichen Chancen haben. Ich möchte nicht sagen, Sie kriegen das nicht, weil Sie eine Frau sind. Umgekehrt möchte ich auch nicht irgendjemandem sagen, Sie kriegen nichts, weil Sie ein Mann sind. Ja? Da sind wir wieder ganz weit unten, wenn wir so anfangen. Ja? Und das Artikel 3 schützt nur die Chancengleichheit. Da geht es nicht um die Ergebnisgleichheit. Und außerdem regelt Artikel 3 auch nicht Wahl. Und es kann auch gar nicht den Inhalt haben, dass Artikel 3 sozusagen Quoten vorgibt oder Quoten rechtfertigt, weil das eben gegen den Grundsatz unserer Demokratie verstoßen würde, dass wir ein einheitliches Volk haben. Ja? Mehr Frauen, wenn mehr Frauen in der Politik, gibt verschiedenste Mittel, das zu erreichen. Wenn Sie können ja auch, Frau Lakowski, Sie können ja eine Frauenpartei gründen. Alle Frauen in die Parlamente, wählen Sie uns, wenn Sie für Frauen sind. Das können Sie ja machen, das steht jedem frei. Ja? Aber sozusagen unsere Demokratie, es ist so wichtig, dass wir ein einheitliches Volk von Freien und Gleichen sind, dass wir eben nicht uns in Gruppen aufteilen lassen, ja, weil das ist der Anfang vor Ende, wenn das Volk in Gruppen aufgeteilt wird. Wir sind alle Teil des Volkes, alle Staatsbürger, egal welche Hautfarbe, welches Geschlecht, welche Religion, was auch immer wir sind, das ist ja das Tolle, da sind wir eine Einheit und wir wählen frei, wen auch immer wir wollen, ohne Vorgaben von oben. Ja, ich glaube, hier ist so der Knackpunkt der Diskussion oder auch der große Streitpunkt, das sieht man auch im Chat, nämlich diese Frage nach der Chancengleichheit. Und hier kann man, glaube ich, klar sagen, ja, Monika Polzin hat da die verfassungsrechtliche Dogmatik in Deutschland, dieser beiden Landesverfassungsgerichte Thüringen, Brandenburg, ganz stark auf ihrer Seite. Das schwingt auch beim Bundesgericht in diesen Urteilen aus den 90er Jahren sehr stark mit. Im Chat sehen wir auch wieder die Berufung auf die Empirie. Ich denke, und das gibt uns vielleicht jetzt auch die Gelegenheit zur Schlussrunde,
Ich denke, ja, wahrscheinlich so mit der Rechtsordnung, jedenfalls im Detail, wie wir es jetzt sehen, das wird wohl nicht zu einer Synthese führen. Das sieht man ja an den Projekten im Kanton Neuenburg und so weiter und in den verschiedenen deutschen Bundesländern. Und da möchte ich vielleicht jetzt in die Schlussrunde gehen. Wir haben nicht mehr lange Zeit, noch knapp 10 Minuten. Sie noch mal fragen, vielleicht bei Vincent Martinet anfangen. Ich glaube, das kristallisiert sich doch schon etwas heraus. Das kam auch immer im Chat dann zur Frage, wer soll das denn entscheiden, ob wir so etwas wollen, eine Mindestvertretung eines Geschlechts und so weiter. Wo siehst du da die Perspektive? Du hast es schon ein bisschen angedeutet, in Kantonen könnte es vielleicht Volksinitiativen geben. Dieser stärkste Vorschlag, dieses 50-50-Parlament im Kanton Neuenburg ist ja im Parlament selbst dann knapp gescheitert. Und wo siehst du da die Perspektive? Weil ich glaube schon, dass wir jetzt bloß mit, es wird sich irgendwie in eine Richtung entscheiden. Monika Polzin hat ja gesagt, in Deutschland geht es vielleicht gar nicht, weil die Ewigkeitsklausel dem entgegensteht. In der Schweiz wäre es sicherlich möglich. Wo siehst du da so die nächsten Schritte? Vielleicht jeder nochmal 2 Minuten am Schluss, als Schlusswort sozusagen in die Perspektive. Wo geht die Reise dahin? Vielleicht beginnend bei Vincent Martinet. Ja, vielen Dank, lieber Andreas. Ich sehe zwei Reisen eigentlich. Eine Reise durch die Parteien. Die Parteien, auch in der Schweiz, ich spreche jetzt von der Schweiz nur, die Parteien haben eine große Rolle zu spielen, würde ich meinen. Und wir haben viel gesprochen, die müssen wirklich suchen. Aber sehe ich noch ein anderes Element. In gewisse Parteien, zumindest in Kantonen, in gewisse Parteien gibt es eine Limite von Mandaten. Man kann nur 3 Mandate, zum Beispiel, man kann nur 3 Mandate in einem Parlament haben und dann ist fertig für die Person. Und das ist für die Erneuerung in einer Partei, das ist etwas wichtig und das schafft Räume auch, weil statistisch sind die ehemaligen insbesondere Männer. Und wenn man diese Begrenzung hat, dann schafft es Potenzial, schafft es freie Plätze für neue Personen und insbesondere für Frauen. So, ich sehe wirklich dort ein Potenzial. Das ist ein Element, das wir noch nicht, darüber wir noch nicht gesprochen haben, aber dort sehe ich eine Möglichkeit. So, das ist die erste Reihe durch die Parteien. Die zweite Reise vielleicht durch Volksinitiativen, weil eine große Wille in Parlamenten im Moment in der Schweiz sehe ich nicht. Kanton Neuenburg hat ein bisschen versucht, aber das, schlussendlich hat es nicht geklappt für gewisse Gründe. Und ja, schon vor 25 Jahren waren die Volksinitiativen auf Kantonsebene wirklich das Instrument. Und das bleibt so, würde ich meinen. So Parteien und Volksinitiativen, das sind die zwei Reisen, die zwei mögliche Reisen in der Schweiz. Vielen Dank. Ja, Monika Polzin, nach diesen Siegen sozusagen vor den Verfassungsgerichten und vermutlich auch im Landtag in Nordrhein-Westfalen, wenn ich dort die politische Lage mal einschätzen werde, wird das dort schon scheitern. Wo siehst du aber die nächsten Schritte, die es vielleicht auch abzuwehren gilt oder die du auch mitgehen würdest? Wo siehst du so die rechtliche Perspektive? Denn diese, sag mal, die politische Forderung, die wird ja mit diesen Urteilen auch nicht beseitigt sein. Ja, die politische Forderung ist ja völlig legitim. Man kann auch, das ist ja völlig legitim, zu fordern, dass man mehr Frauen haben will. Was nicht legitim ist, ist den Parteien vorzuschreiben, wie sie ihre Listen besetzen zu haben von oben. Ja? Das ist sozusagen, wenn einem das Wichtigste ist, dass viele Frauen im Parlament sind, dann muss man halt Parteien wählen, die entsprechend viele Frauen anwählen. Einem das Wichtigste ist, ich habe andere Präferenzen als sozusagen das Geschlecht im Bundestag bei einer Wahl, aber wenn einem das Wichtigste ist, dann kann man kann auch eine Partei gründen. Wir wollen nur Frauen in die Parlamente haben, das ist jederzeit möglich. Aber ich muss wirklich sagen, es geht im Moment um einen Angriff auf unsere Demokratie. Und ich sehe das als extrem gefährlich, wenn wir anfangen, Bevölkerung in Gruppen aufzuteilen, zu quotieren. Weil die Grundidee einer demokratischen Gesellschaft ist, und
ist zwar formal, aber dadurch hat sie viel Einigung. Kurze Zwischenfrage, das hast du noch nicht beantwortet, das wurde ja mehrfach angeführt, auch von Vincent Martinet, beispielsweise für eine französischsprachige Minderheit im Kanton Bern. Wie ordnest du das im Verhältnis zu so Frauenquoten? Also erstens ein? Muss man ja sagen, das Buch, es ist ja eine weitaus weniger starre Quote als die 50-50, ja? Wir haben ja es geht ja um eine 50-50-Quote mit einem Reißverschluss, ja, und Zurückweisung der Parteilisten. Ja, das ist ja etwas, was es auch sonst in den anderen europäischen Ländern nicht gibt, wo es ja alle weniger Quoten sind. Und in Frankreich geht es um die Finanzierung, nicht um Zurückweisung von Listen. Wenn jetzt eine bestimmte Minderheit geschützt wird, die wird ja auch nicht geschützt, dass sie 50% der Sitze hat, sondern sie hat einen Sitz sozusagen gerechtfertigt mit einer bestimmten sprachlichen Zusammenfassung in einer bestimmten sozusagen komplexen sozusagen Struktur einer Gesellschaft. Ja? Das ist ja etwas ganz anderes als was jetzt gemacht werden soll. Es gibt ja auch in Schleswig-Holstein eine Quote für die dänische Minderheit, gibt es ja auch eine Quote, dass die sozusagen immer ins Parlament kommen. Ja? Es wäre auch anders, wenn man sozusagen darüber nachdenkt, eine Mindestquote von 10% für Frauen zu machen oder was, auch wenn ich das auch schon sozusagen als grundsätzlich problematisch sehe. Aber hier, jetzt geht es darum, sozusagen mit den Paritätsgesetzen, geht es darum, das Volk in Bevölkerungsgruppen einzuteilen, die freie Wahlentscheidung abzuschaffen. Ich werde gezwungen, eine paritätische Liste zu wählen, obwohl ich es gar nicht will. Ja? Und das ist sozusagen elementarer Verstoß gegen das Demokratieprinzip, gegen den Gedanken der formalen Gleichheit, der die Demokratie gerade absichert, hat schon Kelsen erkannt. Ja? Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass es sich diese politische Bewegung nicht durchsetzt, damit sich unsere Demokratie bewahrt. Wenn sich durchsetzt, werden wir sehen, dass eben auch eine Verfassungsänderung, Verfassungsumformung in eine nicht mehr Demokratie, in eine Quotokratie durch Interpretation möglich ist, was ich sehr bedauern würde, weil es geht im Moment um nichts anderes als unsere Demokratie. Und das ist ganz wichtig, dass die Idee, dass wir ein Volk sind und dass wir es nicht in Gruppen unterteilen, das halte ich für zentral. Ja, Frau Laskowski, nach diesen Rückschlägen, ja, die Erfolge für die Sichtweise von Frau Polzin sind ja gleichzeitig Ihre Rückschläge. Sie haben schon angedeutet, so ganz nehmen Sie es nicht hin. Verfassungsbeschwerde haben Sie erhoben und so weiter. Aber auch in Deutschland nach diesen Misserfolgen für diese Bewegung sieht es ja doch relativ kritisch aus. Oder wo sehen Sie da die Perspektiven? Wo geht es Ihrer Meinung nach in den nächsten Jahren hin? Aber lieber Herr Glaser, ich sehe das überhaupt nicht so wie Sie, die Misserfolge. Die letzte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, sie war ziemlich klar. Das Bundesverfassungsgericht hat alles offen gelassen und hat darum gebeten, die zweite Wahlprüfbeschwerde einzureichen und dann all die Punkte, die es gerne beleuchtet sehen möchte, einmal zu beleuchten. Ich sehe da durchaus Potenzial. Im Übrigen geht es mir um die Herstellung, die Durchsetzung der Demokratie. Liebe Frau Polzin, ich will sie nicht abschaffen. Niemand will das. Wir wollen nur deutlich machen, die Hälfte des Volkes, das sind Frauen. Und die haben ein hälftiges Mitspracherecht, so auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, das spätestens seit der Entscheidung zur NPD 2017 von Bürgerinnen und Bürgern spricht. Im Übrigen nicht nur der zweite Senat, sondern auch der erste Senat. Ja, aber das ist jetzt hier ein bisschen deutsch und deshalb will ich das gar nicht vertiefen. Aber es wird wohl darauf hinauslaufen, so wie es immer war, wenn es um die Gleichberechtigung von Frauen ging. Ein ungeliebtes Thema in der Bundesrepublik Deutschland. Aus meiner Sicht liegt das an unserer sehr spezifischen deutschen Geschichte. Also, wenn es um Gleichberechtigung ging, dann sind Fortschritte immer erst auf den Weg gebracht worden, wenn sich das Bundesverfassungsgericht eingemischt hatte. Und deshalb brauchen wir hier eine ganz klare Ansage, dass Artikel 3, 2 ein Grundrecht und Gebot ist, nämlich eins, das auf Durchsetzung angelegt ist. Das ist kein Gleichberechtigungsgrundrecht auf dem Papier, sondern eins, das dem Staat vorgibt als Aufgabe für die Gleichberechtigung von Frauen in allen Lebens- und Rechtsbereichen zu sorgen. Und dazu zählt auch der Bereich der demokratischen Politik. Denn Demokratie ist ohne Frauen, ohne die Wählerin nicht denkbar. Das heißt, die Diskussion, die wir gerade führen auf der Ebene des Potsdamer Gerichts vor allen Dingen, das ja wirklich allen Ernstes in seine Entscheidung hineingeschrieben hat, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern sei ein wahlrechtsfremder Zweck, ist absolut inakzeptabel und unvertretbar.
Denn es ist schon aus rechtshistorischen Gründen Unsinn, denn im Parlamentarischen Rat, die Diskussion bezog sich im Zusammenhang mit Artikel 3.2 ausdrücklich auf den Bereich der Politik und auch auf das Wahlrecht. Und im Übrigen war ganz klar, dass das Durchsetzungsgebot, die Aufgabe des Gesetzgebers, von dem schlichten Satz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, inkludiert war und weiterhin auch ist. Dass 1994 der Verfassungsgeber einen Satz 2 hineingeschrieben hat, der dies noch einmal ausdrücklich deutlich macht, nämlich das Förder- und Durchsetzungsgebot in der Lebenswirklichkeit, ist gewissermaßen deklaratorisch. Denn wir hatten vorher schon eine klare Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dazu. Erster Senat, ich empfehle das noch einmal zur Lektüre, 1991, da hat das Bundesverfassungsgericht übrigens gesagt, dass Artikel 3.2, also Männer und Frauen sind gleichberechtigt, strikt zu beachten sei. Strikt. Ja, also von daher ein Gebot, das übergeordnet ist und uns dazu verpflichtet, auch hier für die Durchsetzung zu sorgen, vor allen Dingen den Gesetzgeber. Und noch ein Wort zu dem Hinweis, es handelt sich um eine inhaltliche Einflussnahme des Gesetzgebers. Liebe Frau Polzin, die Parteien sollen verpflichtet werden, ihre eigenen Parteiangehörigen zu nominieren. Inhaltliche Grundlage dafür ist das jeweilige Parteiprogramm. Daran ändert sich überhaupt nichts, wenn Parteiangehörige Frauen nominiert werden. Das nur zum Abschluss. Gut, wunderbar. Danke. Besten Dank. Ja, ich denke, es war auch nochmal ganz deutlich jetzt, Frau Laskowski, Sie setzen auf die normative Kraft der Verfassung des Bundes, auf das Bundesverfassungsgericht. Vincent Martinet in typisch schweizerischer Manier bottom-up sagt, wenn es woher kommt, dann von den Parteien und von Volksinitiativen. Und Frau Polzin in klassisch liberalem Verständnis sagt, ja, die Chancengleichheit, die ist das Entscheidende und die ist gegeben und so wird sich das Ganze bahnbrechen. Ja, ich danke Ihnen. Ich denke, Ihre Positionen waren hervorragend klar und haben auch die Leute bei Zoom gut unterhalten. Ich danke Ihnen nochmals, dass Sie als kompetente Expertinnen und Experten uns zur Verfügung gestanden sind. Mir bleibt noch auf unsere Veranstaltung ARA Demokratietag am kommenden Donnerstag um 16 Uhr hinzuweisen und da werden wir auch einer Frage nachgehen, die wir heute auch schon viel angetippt haben. Was sind eigentlich die Ursachen für die tiefere Beteiligung von Frauen in der Politik? Da brauchen wir unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Politikwissenschaft natürlich. Vincent Martinet hat es auch schon angedeutet. Wir haben es sehr stark aus einer normativen Perspektive diskutiert. Es würde mich sehr freuen, wenn wir sozusagen aus dieser politologischen Perspektive dann am kommenden Donnerstag wieder mit Ihnen diskutieren dürften, dann unter der Leitung meines Kollegen Daniel Kübler. Ja, ich danke Ihnen für die Teilnahme, insbesondere nochmals den Referenten und Referenten. Sie werden noch mal von uns hören dann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Dankeschön. Wiedersehen, danke. Wiedersehen. Wiedersehen.